Yo, Leute, Digga, was geht ab? Jungs, wie ihr vielleicht schon an meinem Thumbnail oder an meiner Begrüßung erkennen könnt, wird heute mal ausnahmsweise ein ernsteres Thema angesprochen auf diesem Kanal. Weil, nun ja, es geht halt um Sachen, die halt wirklich aktuell sind und wirklich halt jucken. Und ich mit meinem stabilen 281-Abonnenten-Kanal muss da natürlich jetzt auch meinen Senf beitragen. Es geht um ein Thema, was die letzten Wochen ziemlich in den Medien pulsiert. Ich weiß, ich habe davor mich eher bedeckt gehalten, beziehungsweise habe das einfach mal gar nicht angesprochen, obwohl es ein sehr wichtiges Thema ist. Und keine Ahnung, Mann, ich hatte auch eigentlich bis zu diesem Video jetzt von dem guten alten Mois nicht vor, irgendwie irgendwas dazu zu sagen, weil, naja, ich dachte halt einfach, was heißt, keine Ahnung, Mann, ich wollte mich halt einfach bedeckt halten. Ich wusste, keine Ahnung, viele Leute haben schon Reaction-Videos gemacht oder einfach ihre Meinung gesagt und alles und ihren Senf dazu gegeben. Ich dachte halt, alles wäre gesagt, aber, naja, das ist halt nicht so ein Thema wie, keine Ahnung, irgend so ein Rapper hat mal wieder gelogen oder so ein Scheiß oder ist doch kein ach so großer Gangster, wie er so scheinen mag oder was weiß ich. Das sind jetzt wirklich ernste Themen, wo auch wirklich jeder seine Meinung dazu lösballern sollte. Und naja, es geht halt einfach um Rassismus, Digga, ja. Und über den Scheiß, was in Amerika passiert. Und anscheinend auch in Deutschland. Der Großteil, der Hauptgrund war eigentlich einer, warum ich da jetzt nicht so viel mit beigetragen habe, war, weil es in Amerika passiert und so. Und es ist trotzdem wichtig, also auch wenn der Scheiß in Amerika passiert, Rassismus gibt es einfach überall auf der verfickten Welt. Egal wo du bist, auch wenn du in Afrika im größten Dschungel der Welt bist, irgendwo gibt es immer einen rassistischen Bastard. Und wenn dieser rassistische Bastard halt Macht hat, und ist das nicht gut. So, wenn ein rassistischer Bastard einfach nur ein rassistischer Bastard ist und jeder weiß, dass er ein rassistischer Bastard ist und man sich von ihm fernhält, weil er halt ein rassistischer Bastard ist, ist das scheiße, weil er ein rassistischer Bastard ist, aber jeder weiß wenigstens, er ist ein richtig rassistischer Bastard und niemand vertraut ihm, außer andere rassistische Bastarde. Aber, naja, ihr habt alle mitbekommen, in Amerika wurde halt einfach ein Schwarzer umgebracht. Einfach so, weil, naja, weil er schwarz ist, so. Und, keine Ahnung, das ist halt so ein Scheiß. Ich lasse jetzt einfach mal im Hintergrund das Video vom Mois laufen, ohne Ton. Also, ihr hört nur mich. Falls ihr nicht kennt, ehrenhafter YouTuber, solltet ihr auf jeden Fall abchecken. Aber so, ein Bulle hat einen Schwarzen getötet. Aus rassistischen Gründen. Der Typ hat gesagt, ich kriege keine Luft mehr. Hilfe. Ich kann nicht mehr atmen. I can't breathe. Das ist so neuer Leitspruch. So. Also, das ist so ein Spruch, der auch ziemlich durch die Decke geht und ganz viele Protestanten auch Schilder davon haben, I can't breathe. Und das ist halt schon einfach traurig, dass im Jahr 2020 es immer noch Rassismus gibt. Und ich finde es am allertraurigsten, dass diese Leute halt wirklich die Leute sind, die uns, naja, beschützen sollen. Und es ist halt einfach real zum Talk, who you want to call if the cops are killing you, want to kill you. Or, nee, nein. Who you call when the cops are murderers. War auch ein Spruch, wo ich mir dachte, true, true, einfach nur true. Und naja, der Grund, wie schon gesagt, Jungs, das ist ein Video, was wahrscheinlich länger gehen wird und ich werde mich ziemlich oft versprechen. Ich werde auch wahrscheinlich ziemlich oft Sachen wiederholen, weil ich habe mir kein Skript geschrieben. Ich baller einfach nur los und sage, was ich gerade zu sagen habe, was meine persönliche Meinung ist. Wenn ihr eine andere Meinung habt, schön für euch. Hier in dem Video geht es um meine Meinung. Und wenn
Cops killen. Der Grund, warum ich keine Videos gemacht habe, ist, weil es in Amerika passiert ist und ich mir dachte, ach komm, Amerika ist eh Dreck, Scheiße und da läuft eh alles falsch. Die haben Angst vor Krankenversicherung, weil, keine Ahnung, das gegen irgendwelche Sitten spricht oder so, irgendwie die Demokratie einschwächen würde, obwohl einfach nur jeder mehr Geld zahlen müsste, aber dafür jeder eine Krankenversicherung hat. Und keine Ahnung, Amerika ist eh meiner Meinung nach ein komplett behindertes Land, was so an Politik angeht, weil einfach so, Digga, Trump ist Präsident geworden und wahrscheinlich wird er es auch wieder sein. Er ist ein rassistischer Hurensohn. Höchstwahrscheinlich. Auf jeden Fall, seine Politik ist einfach nur Scheiße, die er macht. Er ist ein rassistischer Bastard. Er wollte eine Mauer bauen, beziehungsweise hat es sogar gemacht. Ich weiß es nicht. Aber nee, er hat es verkackt, sie zu bauen. Ist ja auch verständlich. Aber er wollte einfach eine Mauer zu Mexiko bauen. So, keine Ahnung. Deutsche Mauer hatten wir auch schon gehabt. Hat nicht so getaugt. Hat wirklich nicht so getaugt, deswegen wurde sie auch eingerissen. Und das war halt auch ein ziemlich harter Akt der Unterdrückung. Und Rassismus ist schon so ein Ding, was in Amerika extremst hart ist. Beziehungsweise es war auf der ganzen Welt hart. Auf der ganzen Welt wurden Schwarze, Andersfarbige versklavt, benachteiligt, hatten keine Rechte. Keine Ahnung, du hattest eigentlich nur ein einigermaßen normales Leben, wenn du ein weißer Mann warst. Weil, keine Ahnung, niemand anderes hatte Rechte. Und ja, Real Talk. Und es ist so viel passiert in den letzten Jahren, was wir letzten Jahren, in den letzten Jahrhunderten. Schwarze wurden versklavt, mussten arbeiten auf ganz asozialer Weise, wurden geschlagen. Dies, das zu einem anderen das. Viele andere Gruppen wurden unterdrückt. Frauen, Juden, keine Ahnung, Homosexuelle, was weiß ich, ganz viele Leute, mir fallen gerade nicht mehr Beispiele ein, aber viele Leute wurden unterdrückt, weil sie halt so sind, wie sie sind und daran halt einfach nichts ändern können. Und das ist halt einfach nur gottlos. Es ist halt einfach nur gottlos, warum man einen Menschen hasst, weil er so ist, wie er, also weil, nee, nee, ich finde es scheiße, dass man einen Menschen hasst, weil er halt nicht einem Standard entspricht. Also weil er halt einfach so aussieht, wie er so aussieht. Oder weil er sexuelle Neigungen hat, die er halt eben hat. Und naja, es ist halt einfach so, man sollte jemanden als Hurensohn be bezeichnen, beziehungsweise man sollte jemanden hassen und verabscheuen, weil er ein Hurensohn ist. Sagen wir es so. Bin ich voll dabei. Ganz viele Menschen sind für mich gottlose Hurensöhne. Einfach nur gottlos und können von mir aus am liebsten verrecken. Wirklich. Jeder hat seine Meinung, jeder hat seine Vorstellung, dies, das zu dem anderen das. Und es ist halt einfach. Jo Leute, Digga, was geht ab? Wir an meinem Thumbnail, an meinem Titel und an meiner Begrüßung erkennen könnt, das ist ausnahmsweise mal ein Video, was wirklich ernst gemeint ist und wirklich 100% Real Talk ist, zu einer Lage, die in den letzten paar Wochen extremst hart am Eskalieren ist und meiner Meinung nach auch zu Recht. Es geht um die ganzen Black Lives Matters Proteste, Demos, um den armen schwarzen Mann oder Jungen, der getötet worden ist von einem Polizeimann, höchstwahrscheinlich aus rassistischen Gründen, und der sogar dem Polizisten gesagt hat, ich kann nicht atmen, I can't breathe, und der Polizist ist halt, es hat halt ihn nicht gejuckt und er hat ihn halt einfach umgebracht. Und ja, das ist halt gerade aktuell das Thema. Ich habe mich die letzten Wochen nicht dazu geäußert, weil, naja, das war auch bewusst so, weil einerseits alle möglichen Leute haben schon ihren Senf dazugegeben und ihre Meinung gesagt und so. Unzählige Leute sind auf Straßen gegangen, haben wirklich protestiert und gesagt, nein, so geht das nicht, das akzeptieren wir nicht. Black Lives Matter.
schwarzes Leben ist was wert. Und es ist halt auch in Amerika passiert. Und naja, so ich hatte halt so, also aus dem einen Grund, weil schon Millionen von Leuten da ihre Meinung gemacht haben, Statements verfasst haben, dies, das. Und andererseits ist es halt in Amerika, und in Amerika, Alter, meiner Meinung nach, das ist das größte Drecksland, was es gibt. Okay, nicht das größte Drecksland, es gibt viel, viel andere Länder, die noch viel beschissener sind als Amerika. Aber keine Ahnung, dafür, dass Amerika ein demokratischer Staat ist und so viel Zuwachs mit, halt so einfach so ein Ding ist, so ein fettes Ding, so, wo ziemlich viel Scheiße passiert ist und Amerika auch eigentlich dafür dasteht, für die Leute, dass jeder gleich ist und alles, und sie halt sozusagen die Weltmacht in Anführungszeichen sind, weil sie einfach das größte Land sind und ganz scheiß viel Waffenarsenal haben, dass das halt trotzdem in solchen Ländern passiert, ist halt abnormal traurig, aber das ist halt einfach Amerika. Trump wurde Präsident. Trump, Digga, als ich das mitbekommen habe, vor, weiß ich, 5 Jahren oder so, oder vor 4 wahrscheinlich, weil jetzt wieder die Präsidentenwahl ist, dachte ich mir, das ist ein Joke, so, keine Ahnung, ich dachte halt, keine Ahnung, ist das ein Joke, das ist einfach nur so ein Hurensohn, der, keine Ahnung, große Fresse hat und Scheiße labert und so, den eigentlich jeder als Joke ansieht und so. Und dann hat er einfach gewonnen, einfach so, und höchstwahrscheinlich, er wird wieder Präsident. Höchstwahrscheinlich. Und keine Ahnung, so seitdem war halt die Hoffnung von Amerika tot. So, tot einfach. Ja, ganz viel Scheiße, dass halt immer noch, wenn du schwarz bist, Angst haben musstest, so, dass du halt abgeknallt wirst. So, keine Ahnung, man hat auch viele Jokes drüber gemacht und so, aber das Traurige ist halt einfach, es sind keine Jokes, es ist halt einfach Real Talk. Es ist halt einfach so, wenn du schwarz bist, in Amerika, besonders in Amerika, Digga, da hast du Eierflattern. Wenn Bulle kommt, dann hast du Angst um dein Leben. Aber nicht, weil du unbedingt was Kriminelles getan hast, sondern einfach, weil du schwarz bist. So, und ja, und wirklich dieses Beispiel mit dem schwarzen Jungen in Amerika, der gestorben ist und gesagt hat, dass er nicht mal mehr atmen kann, ist halt einfach ein Beweis dafür, dass es immer noch rassistische Bastarde in Amerika und auch weltweit gibt. Nur weil der Scheiß in Amerika passiert, heißt es noch lange nicht, dass der Scheiß nur in Amerika passiert. Ja? Und das ist der Grund, warum ich ein Video mache. Weil ich war auch so der Meinung, so, ja, okay, Amerika, Digga, das ist ein Loch, das sind die Leute, die keine Krankenversicherung für alle haben wollen, weil sie denken, das ist gegen die Demokratie oder so ein Scheiß. Und ich sagte so, Amerika, das sind eh alles Idioten. Komm, ich wohne in Deutschland. Bei mir ist kein Stress, Digga. Aber ich wusste, es ist Lüge. Beziehungsweise ich weiß, es ist Lüge, weil ich habe es selber erfahren, dass es einfach Lüge ist. Dass in Deutschland trotzdem es genügend rassistische Bastarde gibt. Genügend. Und das Ding ist, ich bin jetzt 19 Jahre alt und ich weiß es seit 19 Jahren, dass ich nicht weiß bin. Ich weiß, dass ich seit 19 Jahren nicht weiß bin, und jetzt nicht, weil ich auf meine Hand geschaut habe und, ach, ich bin ja gar nicht weiß gesagt habe, sondern einfach, weil ich von allen als ein Nicht-Weißer behandelt werde, die in Führungspositionen sind. Beziehungsweise als Führungs-, also nicht meine Klassenkameraden sind, nicht mit mir gleichaltrig sind. Sagen wir das so, ja? Weil ich halt nicht weiß bin. Ich bin halt wirklich, ich bin jetzt auch nicht schwarz. Ich bin braun, ich bin halt ein Latino, Digga. Ich bin halt Latino und braun halt, so wie man halt ist als Latino, Digga. Und halt deutsch gemischt. Und ich habe das schon im Kindergarten mitbekommen, beziehungsweise auf dem Spielplatz, hab gespielt und, boah, irgend so ein Weißer hat mich halt einfach als Neger beschimpft. Ich war, weiß nicht, 3, 4 Jahre, und der hat einfach zu mir scheiß Neger gesagt. Digga, ich war ein 3, 4-jähriges Kind, was wahrscheinlich im Sandkasten gerade irgendeine Burg gebaut hat. Und ich wurde einfach als scheiß Neger beschimpft. Ich wusste am Anfang gar nicht, was das ist. Aber allein der Wortlaut, den dieser Mann gesagt hat, hat mir zu verstehen zu geben,
okay, der Typ hasst mich und will mir was Schlechtes. Und es ist halt, es hat halt nie aufgehört. Es hat halt wirklich nie aufgehört, bis heute noch. Bin in der Ausbildung und spüre immer noch, dass ich nicht weiß bin und vor allem nicht deutsch bin. Es gibt Unterschiede zwischen nicht weiß sein und nicht deutsch sein, weil wenn du weiß bist, bist du weiß. Und das heißt eigentlich, dass du in jedem Land irgendwie akzeptiert wirst. Wenn du nicht deutsch bist, heißt es, dass du von den Nazis nicht akzeptiert wirst, weil du halt nicht deutsch bist. Und Jungs, noch kleiner Vermerk am Rande, wie ihr gerade merkt, das Video wird definitiv sehr, sehr lange dauern. Und ich habe kein Skript oder sowas, das heißt, ich werde mich ziemlich oft versprechen. Ich werde mich ziemlich oft wiederholen. Meine Sätze machen wahrscheinlich nicht immer Sinn und so. Aber ich versuch's hinzubekommen. Das ist Real Talk. Es liegt mir halt einfach am Herzen, weil ich halt auch gerade das Video von Mois gesehen habe. Und das Video von Mois hat kurze Zusammenfassung. Es ging halt einfach darum, dass Maestro, das ist der Kollege von Mois, der halt Bro ist, was weiß ich, und halt, wie man halt, Ding, keine Ahnung, Kontakt mit der Polizei hatte und halt auch Stress mit der Polizei hatte. Er wurde festgenommen, weil er lautstark gegen eine andere Person, jetzt keinen Polizisten, gestritten hat, weil er seine Schwester bedroht hat. Aber das ist jetzt auch gar nicht der Punkt. Der Punkt ist halt einfach, dass er wurde festgenommen. Er hat sich laut dem Video, ich weiß nicht, wie real das ist, aber also Mois kenne ich auch nicht, was ein Wunder, aber er macht auf mich einen Eindruck, dass man, was er sagt, vertrauen kann. Ich sage das so vorsichtig, weil, Digga, ich weiß es nicht. Kenne ich ihn persönlich? Nein, tue ich nicht, Digga. Vielleicht verarscht er uns auch. Vielleicht verarsche ich euch auch. Digga, das könnt ihr nie wissen. Deswegen eure Meinung immer selber bilden. Wenn ihr Leute habt, die ihr feiert, die ihr schaut, wenn sie eine Meinung haben, ist es deren Meinung. Und wenn sie Sachen sagen, dass sie stimmen, dann sagen sie, dass sie stimmen. Das heißt nicht automatisch, dass es korrekt ist. Und deswegen immer hinterfragen, immer nicht zu 100% den Personen glauben, von denen ihr die Meinung habt und die Meinung nicht eins zu eins zu kopieren, sondern die Meinung anzuhören und auf die Meinung der anderen Meinung euch eine eigene Meinung zu bilden. Boah, Digga, Deutsch ballert echt nicht mies. Ich hoffe, der Satz hat irgendwie irgendwo Sinn gemacht. Aber auf jeden Fall, deswegen, nicht wenn jemand irgendwas sagt, der ist ein Hurensohn, instant sagen, der ist ein Hurensohn, ohne zu wissen, ob er wirklich ein Hurensohn für dich ist. So auf Kenneck gesagt, so immer jemanden als Hurensohn beleidigen, ernst gemeint, jemanden verachten, ernst gemeint, weil du findest persönlich, dass diese Person ein verachtender Hurensohn ist. Und Maestro wurde auf jeden Fall von der Polizei angehalten, laut den Angaben in diesem Video. Und er hat sich nicht gewehrt, hat sich erstmal halt festnehmen lassen. Die Polizei wollte auch unbedingt die Handschellen an ihn ranmachen. Und er dachte sich, okay, und hat sich nicht gewehrt. Wir gehen jetzt einfach davon aus, dass alles, was in diesem Video gesagt wurde, stimmt. Wir gehen davon aus, okay? Das heißt nicht, dass es unbedingt wahr ist, aber wir gehen davon aus. Und er wurde festgenommen und wurde dann auf dem Boden mit dem Fuß an den Rücken auf dem Boden getan. Und naja, so ist halt der Typ aus Amerika auch gestorben. Und er hatte halt in dem Moment halt einfach Angst. Weil, keine Ahnung, wenn du permanent hörst, dass Leute in Amerika einfach gekillt werden, weil sie halt schwarz sind. Maestro ist Ausländer. Das ist in Deutschland auch ein sehr großes Problem, in Amerika auch. Und das ist überall auf der Welt ein Problem. Und so, und du dann so hörst du, dass es wirklich Cops gibt, Leute, die dich beschützen, die du anrufst, wenn du Hilfe brauchst, wenn du beschützt werden musst vor jemand anderen.
wenn diese Cops dich dann einfach töten, so wenn die dir dann nicht helfen, sondern dich ficken und dich umbringen, who you call when the cops are murderer? Ist halt so. Wen rufst du an, wenn die Leute, die dich beschützen sollen, killen? Was machst du? Was machst du? Naja, du hilfst dir selber. Du hilfst dir selber, weil die Person, auf die du dich dein ganzes Leben 24/7, egal wann, egal wo, egal wie verlassen kannst, bist du selber. Du selber bist die Person, die dich durch dein Leben führt. Du bist die Person, die dir selber helfen kann. Wenn du dir nicht selber helfen kann, kann es keiner. Und deswegen hat Maestro sich halt gewehrt und hat halt die Cops geschlagen. Meiner Meinung nach, okay, finde ich gut, feier ich. Feier ich. Bin ich dabei, hätte wahrscheinlich auch dasselbe gemacht. Aber das Ding, er wurde danach geschlagen. Es waren vier Cops. Und einer hat einen Gummiknüppel genommen. Ich lasse jetzt auch im Hintergrund das Video von Mois laufen, ohne Ton, einfach laufen lassen, damit ihr irgendwas zum Anschauen habt. Und ja, wurde geschlagen. Er hat sich gewehrt. Danach kam jemand mit einem Knüppel, mit einem Gummiknüppel und hat ihn auf den Kopf geschlagen. Zweimal. Hart. Gummiknüppel hört sich nicht stabil an, hört sich halt nach einem Knüppel aus Gummi an und dann denkt man sich, wow, das gibt man doch kleinen Kindern zum Spielen oder Hunden zum Rumkauen. Aber nein, ein Gummiknüppel von der Polizei tut weh. Das trägt man halt, um sich selbst zu verteidigen als Polizist oder um einen oder um jemanden zu beschützen, der halt, dass er nicht verletzt wird. Und ja, die Person hat halt den Knüppel auf Kopf geschlagen. Laut den Angaben vom Video haben sie den Anwalt kontaktiert und der Anwalt hat gesagt, oder ein anderer Polizist, ein Freund von ihnen, keine Ahnung, auf jeden Fall ein Anwalt oder ein anderer Polizist hat gesagt, dass es nicht erlaubt ist, jemanden auf den Kopf zu schlagen mit einem Gummiknüppel. Also generell und besonders nicht als Polizist, weil man dann halt einfach sterben kann. Und Maestro hat zwei ganze Schläge abbekommen und ja, lag dann halt einfach auf dem Boden. Ebenfalls war es dann halt auch noch so, dass ja, es war halt ebenfalls noch so, dass. Ja, Jungs, sorry, da ist gerade eine Fliege. Ebenfalls war es dann auch so, dass er halt ziemlich stark geblutet hat. Die andere Person, die er geschlagen hat von den Polizisten, war halt ebenfalls noch verletzt. Und dann kam ein Krankenwagen, aber das Ding ist halt, der Krankenwagen kam nicht für Maestro. Der Krankenwagen kam für den anderen Polizisten, der verletzt wurde. Und naja, Maestro wurde dann 4 Stunden lang in einer Zelle gehalten und die wollten ihn nicht anrufen lassen und haben ihn einfach da liegen lassen. Und anschließend war es dann auch noch so, dass er wenigstens anrufen durfte, hat einen Kollegen angerufen und der hat ihn herausbekommen. Danach sind sie sofort ins Krankenhaus gegangen. Da stand, dass er eine sehr starke Schädelverletzung hat und seine Blutung war, glaube ich, dann auch schon gestillt worden. Und er ist dann auch selber auf eigener Verantwortung rausgegangen, damit er jetzt dieses Video drehen konnte und uns davon berichten konnte. Auf eigener Verantwortung. Und sein Vater hat bei der Polizei angerufen und die Polizei hat gesagt, dass er selber gegangen ist. Und halt, er ist halt selber gegangen. Und er wollte keine ärztliche Hilfe haben, haben sie ihm gesagt, laut Maestro, frontale Lüge. Und das ist halt auf jeden Fall extrem gottlos, jemanden so zu behandeln. Meiner Meinung nach, viele Leute, viele Leute, viele, viele Leute, es fuckt mich ab, das immer zu hören, aber so viele Leute sagen, Leute haben es verdient zu sterben. Er hat das und das gemacht. Diese Verbrecher sollte man einfach töten. Man sollte sie einfach umbringen. Und
Viele Leute, was heißt viele Leute? Ich glaube, jeder sagt das. Jeder sagt es so. Boah, Alter, so Leute, so, keine Ahnung, so pädophile Kindervergewaltiger oder was weiß ich, Massenmörder und alles gehören getötet. So. Digga, das ist jetzt von meiner Seite aus keine Defense an diese Leute, die diese Straftaten begangen. Das sind auf jeden Fall gottlose Straftaten und gehören auf jeden Fall bestraft. Aber wenn du einen Menschen, wenn du sagst, dass diese Person den Tod verdient hast, solltest du auf jeden Fall den Mumm dazu haben, diese Person selbstständig zu töten. Weil jeder kann sagen, ich wünschte, die wären tot. Ach, die sollte man doch alle vergasen. Die sollte man doch alle umbringen. Auf ernst gemeint gibt es genügend Leute, die das sagen. Ernst gemeint. Aber diese Leute würden sowas niemals machen. Die hätten sowas von nicht die Eier dazu, diese Personen wirklich umzubringen. Ja, wenn es irgendwelche Gesetze geben würde und zum Beispiel, ja, sollten wir die Todesstrafe wieder einführen, diese Personen hätten die Eier auf Ja zu drücken oder auf Ja anzukreuzen. Aber diese Personen hätten einfach nicht die Eier, wirklich einen Menschen umzubringen. Und ich habe mich gerade ziemlich verlaufen mit der Geschichte, die ich eigentlich erzählen wollte, aber meiner Meinung nach ist, wenn du Sachen wirklich ernst gemeint sagst, also so zu 100% echt und so, und du findest, diese Person gehört umgebracht, ich verteidige sowas nicht, ganz ehrlich, so pädophile Vergewaltiger oder keine Ahnung, Massenmörder und sowas. Digga, das sind abgrundtief hässliche Menschen und ja, sie hätten den Tod verdient. Aber du musst halt dir irgendwo halt auch denken, würdest du wirklich abdrücken? Wäre die Person jetzt gerade vor dir, du kennst sie nicht. Sagen wir mal, sie hat nicht da irgendjemanden aus deiner Familie umgebracht, vergewaltigt, sonst was. Sie steht vor dir, sie hat andere Menschen umgebracht. Auf jeden Fall ein verwerflicher Mensch. Du hast eine Knarre, du darfst ihn töten, kriegst keinen Stress. Würdest du abdrücken? Würdest du wirklich abdrücken und diese Person, die du noch nie in deinem Leben gesehen hast, nur von ihr gehört hast, dass die Scheiße begonnen hat, würdest du sie töten? Höchstwahrscheinlich nicht. Und deswegen, pass auf mit den Worten, was du sagst. Pass auf mit den Meinungen, die du vertrittst und die du auf der Welt rausposaunst. Es gibt natürlich, keine Ahnung, das ist witzig, das von jemandem wie mir zu hören, ne, der einfach so sagt, man sollte Frauen, keine Ahnung, vergasen, schlagen, dies, das zu dem Ananas. Aber meiner Meinung nach, mein Kanal, alles, was ich mache, ist einfach nur pure Satire. Einfach nur frontale Satire. Und ganz ehrlich, wen schädige ich damit, wenn ich ein paar Äußerungen mache, die natürlich nicht sehr korrekt sind und nicht sehr feierbar sind. Aber was tue ich euch an? Was mache ich denn? Was mache ich denn so Schlimmes, dass man mich jetzt, keine Ahnung, bannen müsste oder sowas? Aber andere Politiker, zum Beispiel wie die AfD, sind halt einfach noch am Start. Oder so Leute, Cops, die einfach andere Leute töten bzw. schlagen, weil sie halt nicht reinrassig deutsch sind oder halt, keine Ahnung, gerade nicht so schön aussehen. So einfach zu schlagen oder umzubringen. Und diese Leute sind vielleicht, machen keine YouTube-Videos wie ich und wo sie einfach alles und jeden beleidigen, halt auf entspannter Basis. Aber diese Leute sind halt wirklich die Leute, die dich umbringen. Was mache ich dir? Kennst du mich? Nein. Habe ich irgendeine wichtige Position in der Politik, in einer anderen staatlichen Behörde, wo ich über Menschenleben entscheiden kann, beziehungsweise Meinungen so manipulieren kann, dass die manipulierten Straftaten begehen. Wirklich, es gibt keinen Grund, jemanden zu hassen. Einfach so. Einfach so. So, ganz ehrlich. Was haben Leute gegen Flüchtlinge? Was haben Leute gegen Schwarze? Was haben Leute gegen Frauen? Was haben Leute gegen Homosexuelle, dass sie die nicht akzeptieren können? Dass sie diese Leute nicht umbringen können? So, mein Mod, also meiner Meinung nach, man muss nicht jeden mögen. Man muss sowas von nicht jeden mögen. Ganz ehrlich,
Homosexuelle, Digga, finde ich einfach nur schwul, einfach nur gay. Aber ich würde niemals jemanden schlagen, einfach nur, weil er schwul ist. Wenn ich einen Homo schlage, schlage ich ihn, weil er ein Hurensohn ist. Weil er irgendwas gemacht hat, was ich nicht feiere. Was er halt einfach verkackt hat. Oder einfach so, weil er es halt verdient hat, meiner Meinung nach. Aber ich würde halt niemals, oder eine Frau, oder keine Ahnung, irgendein Flüchtling, oder was weiß ich, was noch so unterdrückt wird. Oder, keine Ahnung, einen weißen Mann schlagen, weil er ein weißer Mann ist. So, oder keine Ahnung, weil er eine Hackfresse hat. Oh, du hast eine Hackfresse, ich schlag dir jetzt in die Fresse. Dann mache ich deine Hackfresse wie der normale Alter. Digga, keine Ahnung, es ist schon witzig, sowas zu sagen und so. Mache ich auch permanent, Digga. Ich werde auch niemals in meinem Leben damit aufhören. Aber das ist halt die Story, die ich euch erzählt habe mit alle Leute sagen, bringt diese Massenmörder um oder diese Vergewaltiger um. Oh, die gehören doch alle getötet. Man, solche Menschen haben es nicht zu, verdient zu leben und alles, aber die Leute kennen diese Person nicht und wenn diese Leute mit einer Pistole oder mit irgendetwas anderem vor der Person stehen würden und die Möglichkeit haben, diese Person umzubringen, ohne irgendwelche rechtlichen Konsequenzen, ich würde sagen, 80% dieser Menschen, die das gesagt haben, würden das nicht machen. Wenn nicht sogar noch mehr, wenn nicht sogar 90%. Und das ist halt genau dasselbe Ding. Viele Leute sagen, oh Gott, scheiß Homos, Digga, sollten sich alle vergasen oder macht witzig darüber, dass Mero einfach lösballert, Alter. Und einfach deutschen Rap mit seiner Schlechtheit vergewaltigt hat. Und kleine Kinder, keine Ahnung, verleitet, Fortnite zu spielen und sowas. Aber was würdet ihr machen? So, du, so Hurensohn, ich bring dich um. Digga, würdest du Mero umbringen, weil er einfach nur scheiße rappt? Würdest du ihn umbringen, weil, Jungs, ich hasse Mero, ich finde ihn einfach nur gottlos, ich schwöre, ich feiere ihn null, aber ich würde ihm niemals etwas antun, ich würde ihn niemals einfach so schlagen, weil ich seinen Rap einfach nur gottlos finde, oder einfach das, einfach, oder, ja, ist halt so, es mag sein, dass mich Mero viel leichter provozieren könnte, weil er halt Mero ist, aber es ist halt nicht so, dass ich ihn einfach so fetzen würde, weil er Mero ist. Und wie schon gesagt, ich bin ziemlich hart von meinem Thema abgeschwiffen, bin bei 25 Minuten, muss kurz Pause machen und gleich wieder. So, bin wieder da. Aber es ging ja eigentlich gar nicht um sowas, es ging jetzt eigentlich, boah Jungs, wie schon gesagt, das ist kein gescripteter Text, das ist einfach nur Real Talk. Ich wollte noch drüber reden, dass die Aktion mit Rassismus in Deutschland. Das ist so das Ding, Rassismus in Amerika, viele YouTuber haben darüber berichtet, viele Leute haben darüber geredet. Es ist eigentlich, wenn ihr euch informieren wollt, informiert euch bei den anderen. Die Leute sind, keine Ahnung, das sind die Schwarzen in Amerika, die wissen, wie sie sich fühlen. Die wissen, wenn man unterdrückt wird, deren Videos anschauen. Ich rede jetzt über Rassismus in Deutschland. Hab ja schon damit angefangen, vor mehreren Minuten, dass, ich halt schon als 3-4-Jähriger einfach nur als scheiß Neger bezeichnet wurde. Weil ich halt schwarz bin. Beziehungsweise braun. Beziehungsweise nicht weiß. Und damit gleich Schande ist. 3-4 Jahre. Ich habe 3-4 Jahre gelebt. Was habe ich denn so Schlimmes in meinen 3-4 Jahren angestellt, dass ein weißer Mann zu mir scheiß Neger sagt? Ich weiß es nicht und mich halt gleich automatisch hasst und mir am liebsten in die Fresse schlagen würde. Nichts, ich habe nichts gemacht und irgendwo war jeder ein Kind und irgendwo hatte jeder nichts getan und irgendwo hatte auch jeder nichts gegen irgendwen anders. Digga, keine Ahnung, Mann, Digga, als Kind, boah, Alter, ich hatte gegen niemanden was, Digga, ich hatte einfach jeden gemocht, Digga. War zwar frontal behindert, dass ich jeden gemocht habe, aber naja, ich war halt leider so. Und mit der Laufzeit habe ich halt einfach gemerkt, dass ich als Nicht-Weißer und als Nicht-Deutscher, ja, was heißt Nicht-Deutscher? Ich bin in meinem Pass deutsch, aber ich sag nicht, dass ich aus Deutschland komme, weil alle so, du aus Deutschland.
Nee, 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 du bist doch aus Uganda oder sowas. Alter, na, 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 na. Nicht mit mir, mein Freundchen. Und so. Und deswegen sage ich einfach, ich bin Ecuadorianer. Das hat man sich auch angewöhnt, weil, naja, ich habe halt wirklich in meinen jungen Jahren eigentlich ziemlich viel mit Ausländern gechillt. Und mit jungen Jahren meine ich wirklich jungen Jahren, so, keine Ahnung, 6 bis, weiß nicht, 10, so, was weiß ich. So, keine Ahnung, 1. bis 4. Klasse, ich glaube, da ist man so 6 bis 10. So, ich hatte halt immer so zwei Gruppen, so, die Kennex vom Spielplatz und die Almans von der Schule. Beziehungsweise, ich war ein Streber in der Grundschule, aber auch wirklich nur in der Grundschule. Habe mich extrem viel angestrengt, habe immer mitgearbeitet, habe mich immer gemeldet, habe mir immer voll viele Aufsätze gelegt und habe halt einfach mündliche Dreier bekommen oder Zweier. Und andere Kinder, die halt zufälligerweise, ganz, ganz zufälligerweise deutsch waren, haben Zweier und Einser bekommen. Aber da fragt man sich, warum? Stimmt, wahrscheinlich haben sie viel mitgemacht. Aber sie haben nicht viel mitgemacht. Im Normalfall haben sie geredet und den Unterricht gestört. Wie ich. Ich nicht. In der 1. bis 4. Wallah, ich war halal. Ich habe wirklich mitgemacht, mich immer gemeldet und für den Unterricht interessiert. Kennex haben dasselbe gemacht. Kennex haben auch den Unterricht gestört. Ratet mal, wer da mehr Ärger bekommen hat. Beim Deutschen war es halt im Normalfall so, noch eine Ermahnung und es setzt was. Also was heißt jetzt etwas? Na, noch eine Ermahnung, dir passiert irgendwas Schlimmes. Bei den Kennex war es so, was, du hast mit deinen Nachbarn geredet. Direkt zu Direktorin. Frontal. Aber sofort. Sofort. Und ja. Ups, Jungs, warte, da kam gerade ein anderes Video. Ach, obwohl, ich lasse jetzt einfach Mäuse im Hintergrund laufen. Das hat eh nichts mit der Handlung zu tun. Gönnen wir dem Bre ein paar Klicks. Und ja, so ist nichts passiert. Komisch, ne? Sehr komisch. Was ebenfalls auch noch komisch war, warst du ein Mädchen, ist dir sowieso nichts passiert. Jeder kennt es, jeder in meinem Alter, sagen wir plus 5 Jahre, plus 5 Jahre, sagen wir 25, es sind zwar 6 Jahre, aber sagen wir, jeder im Alter von jetzt gerade in der Schule bis 25 merkt, wie Mädchen abnormal bevorzugt werden. Das hat, Jungs, wie schon gesagt, ich werde oft abschweifen. Ich werde oft abschweifen, das ist so ein Thema. Lass mich einfach reden. Ich rede jetzt einfach weiter. Kein Bock, meine Scheiße zu erklären. Aber auf jeden Fall, die wurden extrem hart bevorzugt. So, jeder kennt es. So, halt vom Alter von jetzt in der Klasse bis 25. Weiber labern permanent, permanent, permanent. Die kriechen rum. Hey, die Lara, hast du schon diesen Snap gesehen von diesem Jahrgang, den ich bekommen habe? Bla 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 bla. Digga, permanent, permanent am Unterricht stören. Was sagt Lehrer? Nichts. Nichts. Kollege macht einen sehr witzigen Joke. Alle lachen. Lehrer geht zum Direktor. Digga, es fängt schon in der Schule an. In der Schule wird man einfach schon ungerecht behandelt. Es fängt schon in der Schule an. Ich, klar, es geht um mich. Ich, 1. bis 4. Klasse, frontaler Streber. Frontal. Permanent gemeldet, habe auch meine gutmündigen Noten eingesagt, aber Leute haben sich viel, viel weniger angestrengt und haben fast schon genau dieselben Noten wie ich bekommen. Ich habe, weiß nicht, 5 Stunden gelernt, meine Mutter hat mich gezwungen zu lernen, wirklich, aber auf abnormal gezwungen, so musste permanent die Scheiße auswendig lernen, damit ich gute Noten habe, um aufs Gymnasium zu kommen, damit ich eine Zukunft habe, damit mein Leben nicht gleich für die Tonne ist. Ja. So, was mache ich? Ich gehe nach der 4. aufs Gymnasium mit einem 1,6er Schnitt. Sehr gut, sehr gut. Aber am Gymnasium ging es dann schon wieder weiter. Lehrer haben mir einfach schlechte Noten reingedrückt. Einfach so. Einfach so.
Ich hatte, ich habe ganz ehrlich, ich war eher so Außenseiter. Real Talk. Ich war einfach Außenseiter, weil, keine Ahnung, ich war fett und so. In der Grundschule lief es auch nicht alles halal. Und auf dem Gymnasium, ich war in einem Bezirk. Oh, dieses Gymnasium ist so alles Deutsche. Wirklich, in der Klasse, das hat mich halt auch immer getriggert. In der Klasse gab es drei Ausländer von 30. Jeder hatte die infantilsten Albernamen der Welt. Helena, weiß nicht. Was gibt's noch? Stefan. Was weiß ich? Halt frontal Alman. Ist ja auch nicht schlecht. Wenn sie es geschafft haben aus Gymnasium, okay. Aber hab mich angestrengt. Meine Lehrer hat schlechte Noten gegeben. Kinder, ich wurde von den Kindern eher ausgegrenzt. Warum? Weil ich halt ein Kanake war. Und das lag jetzt nicht frontal an den Kindern. Das lag eher an den Eltern, weil die Eltern sich immer denken, ach komm, das sind diese tun nicht Gute, das sind diese Kanaken, die keine Ahnung haben von irgendwas, immer nur auf Stress aus sind. Wahrscheinlich wurden diese Kinder auch von in der Grundschule von Kanaken gemobbt. Und ja, keine Ahnung, da wurde man halt ausgegrenzt. Zusätzlich dazu war ich nicht reich. Ich war halt einfach nicht reich. Und warum ich nicht reich war? Weil wir kein Geld hatten. Das lag halt einfach daran. Und naja, die Kiddies waren diese Pisser, die jede Ferien irgendwo hingefahren sind, nach Spanien, nach Costa Rica, nach ein paar sogar nach Amerika und so. Und es war 6. Klasse, das war gerade der Zeitpunkt, da war ich noch nicht mal in Österreich. So, ich war nur in Deutschland. Die größte Meile, die ich mir geschoben habe, war zu meinen Großeltern, auch zu meinen deutschen Großeltern nach Kempen nicht. Das ist am Arsch der Welt. Und das ist irgend so ein Dorf im Dorf und so. Und das war die größte Meile, die ich mir geschoben habe. Und was haben wir dort gemacht? Ja, nichts. Hatten auch nie Geld gehabt. Keine Ahnung. Alle hatten Autos und so. Alle hatten schöne Klamotten an. Alle waren gepflegt. Alle waren, keine Ahnung. Alle waren fancy. Hatten die nicesten Stifte. Hatten die coolsten Spielsachen. Und naja, ich hatte nichts. Ich habe halt einfach gespürt, ich war Außenseiter. Ich war halt einfach Außenseiter. Die Ausländer in dieser Klasse waren halt Allmann-Ausländer. Das ist auch so ein neuer Begriff, den ich hier an den Tag lege. Ein Allmann-Ausländer ist für mich ein Ausländer, der sich total almanisch verhaltet. Nicht, weil er so ist, sondern weil er von seinen Eltern bzw. von den Lehrern in diese Schiene gebracht wurde. In Deutschland ist es so, es gibt Rassismus, aber dieser Rassismus ist ein etwas anderer Rassismus. Es ist so, ich finde, das erklärt, es gibt eine Folge in South Park, wo Eric Cartman und seine Gang News gedreht haben. Und da gibt es halt den schwarzen Token. Und der war halt der Wettermann und hat halt einfach ganz normal geredet. Wie ich jetzt rede, rede ich auch im Normalfall mit jedem. Dieses Allmann-Deutsch, es liegt mir nicht. Es liegt mir einfach frontal nicht. Ich weiß nicht, bis zur 7. oder so 7., 8. war mein Deutsch frontal almanisch, also wirklich komplett. Und dann bin ich halt in meine Hut. Ich war halt nicht reich und deswegen war ich halt nicht in den Bonzengebieten von meiner Gegend, sondern eher Hut. Und ich bin in eine andere Sch Gegend gegangen, wo eher die Kinder Bonzen waren. Weil meine Mutter hat gesagt, so ja, da sind so die Guten und so, und da lernst du was und so ein Scheiß. Und so, und es war halt auch schon so ein bisschen so, auch schon rassistisch. So, weil, so ähnlich, dass meine Mutter jetzt rassistisch ist, das macht hier überhaupt keinen Sinn. Aber so, das ist halt so ein Ding. So, in einem Bezirk sind die Leute, wo nichts
die nichts wert sind, auch Weiße und sowas, auch deutsche Weiße, so kenne ich auch genügend, die auch in solchen Bezirken groß geworden sind und dann halt auch einfach irgendwann mal gecheckt haben, Digga, wir werden einfach nur gefickt, weil wir arm sind. Und jetzt nochmal zu der Situation zurückzukommen. Das sind die Leute, die haben sich durch die Schule, es durch die Schule geschafft mit guten Noten, weil sie halt einfach jeden mit dem Arsch gekrochen sind. Und sie sind jeden in dem Arsch gekrochen, weil sie halt sozusagen jeden in den Arsch kriechen mussten, weil sie halt Ausländer waren. Hast du jemanden in der 12. Klasse, der Ausländer ist, Gymnasium, kein einziges Mal durchgefallen ist, wirklich frontal durch ist und auch gute Noten schreibt, hat er mit Abstand einer der härtesten Wege hinter sich wie sonst keiner. Wie sonst keiner. Weil ich war auch ein Arschkriecher in der 1. bis 4. Klasse. Wirklich, ich war 1 zu 1 Streber. Ich war der große Kanake, der einfach nur ein Hardcore-Streber ist, Alter. Und ja, so bin ich halt mit einem 1,66er Schnitt auf dem Gymnasium gekommen. Aber ich hatte dann halt irgendwann mal halt auch keinen Bock mehr, weil die Kinder haben mich alle ausgegrenzt, weil sie hurensinnige Bastarde waren. Keine Ahnung, ich hatte ein paar Freunde, auch Ausländer, Schwarzen. Wir beide sind durchgegangen und so und die Kinder haben ihn beleidigt. Auch als scheiß Schwarzen und so, aber keine Ahnung, das fand ich jetzt nicht so schlimm, weil es sind Kinder und so und dies, das, da sagt man viel Scheiß, ich sag auch viel Scheiße und so, aber er wurde beleidigt, aber er ist trotzdem denen hinterhergerannt. So und so, keine Ahnung, er war der Außenseiter, er war zwar in der Gruppe drin, aber er wurde halt einfach beleidigt. Er war einfach der Mitläufer, er war der Typ, der zwar nicht immer Ja gesagt hat, aber halt einfach gedisst wurde. Zu mir war er ein ganz korrekter Typ, ein ganz korrekter Ehrenmann und so, aber das habe ich halt einfach mitbekommen. Ich habe mitbekommen, es gibt ja immer die coolen Gruppen in Anführungszeichen, beziehungsweise die gibt es nicht immer. Die gibt es nur auf solchen Schulen, wo ich gewesen bin, außer auf der letzten Realschule, wo ich gewesen bin. Da waren alle ihre, Digga, da waren drei Deutsche und der Rest waren Kennex und Digga, das war mit Abstand das entspannteste Klima, wo ich jemals gewesen bin. Aber dazu nicht jetzt, dazu später. Ja. Auf jeden Fall, er wurde halt einfach gedisst und alles so beleidigt und alles so. War sozusagen deren Sklave. Aber er war dabei, er war bei den Coolen, er hatte Freunde, sie haben ihn gefragt, so, willst du was machen? Das Witzige ist halt auch immer gewesen, so, die coolen Kinder aus der Gruppe, wenn sie mit dieser Person alleine waren oder wenn sie auch mit mir alleine waren, waren sie auf einmal voll korrekt. So, waren so nett, so, beziehungsweise haben mich nicht beleidigt. Kaum kam eine andere Person in diese Gruppe hinzu oder ist wieder zurückgekommen, schon wurde wieder beleidigt oder schon ist man wieder das Opfer gewesen und oh mein Gott, ich habe nicht mit ihm gechillt, ich habe ihn nur ein bisschen gedisst und so und deswegen, wallah, ich bin kein Opfer, bitte, bitte beleidige mich nicht. Und dann bin ich Schule gewechselt, ja, bin auf die Realschule gekommen, lag halt auch einfach daran, dass die Lehrer mir scheiß Noten gegeben haben. Danach bin ich auf eine Realschule gekommen, da waren die Kinder Ausländer. Viele, ich glaube die Hälfte oder drei Viertel. Aber das Ding ist, die waren Ausländer aus dem Bezirk. Ich finde es auch ganz witzig. Es gibt verschiedene Bezirke und aus jeder Gegend sind die Menschen unterschiedlich. Komplett unterschiedlich. Und man merkt halt einfach, bei der Gegend, wo man aufgewachsen ist, mit diesen Menschen versteht man sich einfach am besten. So, weil wirklich in diesen Gegenden, wo ich war, wo ich aufs Gymnasium gegangen bin, beziehungsweise auf die erste Realschule von mir, weil ich halt von den Lehrern durch mündliche Noten halt einfach gefickt wurde, ich bin in der 6. durchgefallen. Wisst ihr warum? Weil der Lehrer mir eine 5 eingetragen hat in mündlichen. Ich stand auf 4,5. Ich habe mitgearbeitet, ich habe mich gemeldet und alles, habe versucht, irgendwie zu kommen, weiterzukommen, war Physik. So, die anderen Kinder haben auch gesagt, boah, Alter, Junge, du strengst dich ja voll an und so, boah, Digga, du kriegst safe, Digga, du kriegst mindestens eine 2 oder so, du kommst safe weiter. Ich bin einmal sitzen geblieben. In der Klasse, wo ich sitzen geblieben bin,
Also so, es gab fünfte, sechste, sechste bin ich sitzen geblieben, fünfte, sechste waren alle Spasten, sechste, siebte waren viele korrekte Leute dabei, aber auch genügend Hurensöhne. Und da waren auch, und so, hab einfach eine 5 bekommen. Mündlich, hab mitgearbeitet. Kinder, die die Fresse halten, die nichts sagen, oder Weiber, die stören im Unterricht, aber halt Weiber sind. Oder also mit Kindern, die und Kinder, die nichts sagen, die weiß sind oder deutsch sind oder halt nicht braun sind oder schwarz. Diese Kinder haben mündliche Dreier bekommen auf dem Gymnasium. Dreier, Zweier, Zweier hatten manche Weiber bekommen, die noch nie irgendetwas in diesem Unterricht gesagt haben. Und ich habe mich angestrengt. Es ging wirklich um alles. Ich konnte nicht nochmal sitzen bleiben. Ich war in der siebten Klasse. Ich musste das jetzt machen. Ich musste das machen. Ich musste durchkommen. Und habe mich wirklich angestrengt. Habe wirklich gelernt und so einen Scheiß und so. Und dachte mir, bitte, bitte, lass mich nicht durchfallen. Und er gibt mir, so ich sehe mein Zeugnis, ich sehe zwei Fünfer. Ich bin durchgefallen. Ich konnte nicht sitzen bleiben. Deswegen Realschule. Wäre das nicht passiert, ich wäre 12. Klasse Gymnasium. Jetzt würde ich gerade mein Abitur machen. Aber die Lehrer sind Hurensöhne, wollen keine Schwarzen. Und ich war raus. Das Witzige war auch, es war kein einziger Ausländer da. Bei den Lehrern kein Ausländer. Kein Ausländer. Jeder einzelne Lehrer Deutsch. Jeder einzelne. Es gab eine so Sozialpädagogin oder sowas, die war asiatisch. Und dann kam als Referendarin eine türkische Lehrerin mit Kopftuch. Diese türkische Lehrerin mit Kopftuch war seit nach einem halben Jahr weg und man hat sie nie wieder gesehen. Komisch. Komischer Zufall, oder? Aber ja, keine Ahnung, wollen wir nicht zu viel reininterpretieren. Auf jeden Fall, in der anderen Schule ging es eigentlich einigermaßen gut fit. Da habe ich zum ersten Mal einen Schwarzen als Lehrer gehabt, beziehungsweise gesehen. Ich wusste davor gar nicht, dass es sowas gibt. Bei Gott, mein Ernst. Aber dieser Lehrer war halt nicht auf dem Gymnasium, sondern halt eine Stufe runter auf der Realschule. Auch sehr komisch. Auch, ey, ganz ehrlich, ihr seid, ich weiß nicht, was für Altersgruppen ihr zuschaut, aber eure Schulzeit, wenn ihr auf dem Gymnasium seid oder wart, wie viele ausländische Lehrer von den ganzen Lehrern hattet ihr, gab es? Also wirklich, ich glaube, das war keine einzelne Sache, so, weil ich kannte auch andere Gymnasien und ich habe da auch erstmal wenig Ausländer gesehen und halt Lehrer waren halt auch extremst wenig Ausländer. Und natürlich haben die Lehrer es sich verdient, dahin zu kommen, weil sie halt die Noten hatten. Aber wenn man halt so Sachen ist, so ich wäre jetzt 12. Klasse Abitur. Ich würde gerade mein Abitur machen, hätte dieser Lehrer mir keine scheiß mündliche 5 eingetragen. Da wundert mich das halt einfach nicht, warum so wenig Ausländer halt höhere Positionen haben, weil sie halt einfach gefickt werden. In der Schulzeit werden sie schon von Lehrern gefickt. Einfach so, warum? Du bist nicht weiß. Und beziehungsweise, du bist nicht weiß, du bist nicht weiblich. Und du kriechst mir nicht in den Arsch. Deswegen Pech gehabt. Das ist halt auch ein ziemlich harter Flex, der halt wirklich geflext wird, ist, dass weibliche Schüler halt einfach bessere Noten kriegen, weil sie weiblich sind. Oder weil der Lehrer ein kleiner Pedo ist. Ich habe genug Stories von Weibern gehört, die mir sagen, ja, sie hatten in der fünften, sechsten halt schlechtere Noten oder so. Und dann hatten sie halt einfach mal ihre Titten in der fünften und sechsten, also keine Titten vorhanden, gepusht in Anführungszeichen, hatten einen Ausschnitt an in der fünften und sechsten. Und dann hatten sie zufälligerweise eine 3 bzw. eine Note besser bekommen. Ganz zufälligerweise. Gab auch schon Momente, wo Lehrer gesagt hat, ja, du kriegst eine 4 und dann wurde der Ausschnitt aufgeknüpft und so, tut mir leid, du kriegst eine 3. Und ich habe auch sogar so einen Moment miterlebt. Und einerseits beschwert man sich, warum Kachbars in solch jungen Jahren schon sind, aber andererseits, wenn du eine Kachbar bist und halt merkst, Digga, ich komme durch die Schule, wenn ich einfach nur Titten zeige, Digga, dann zeigt sie halt einfach Titten.
Ist halt einfach so. Auch andere Weiber, die halt nicht so schön waren, mussten sich meiner Meinung nach mehr anstrengen als die Weiber, die halt einen geilen Ass oder einen geilen Booty hatten. Ne, das war zweimal dasselbe, oder geile Titten hatten, mussten sich meiner Meinung nach mehr anstrengen. Aber sie waren halt ebenfalls auch noch weiblich und deswegen, keine Ahnung, komisch dazu sagen, aber irgendwie waren in Schulzeiten, waren Weiber, warst du ein Weib, du kamst safe durch. Egal wie scheiße, egal wie dumm du warst, du kamst durch. Es gab so wenig, allein schon ihr kennt das in eurer Schullaufbahn, wie viele Leute sitzen geblieben sind und in eure Klasse gekommen sind. Alter, von 10 Leuten war vielleicht eine weiblich und diese eine war wirklich so die Lara vom Hof, Alter. Wirklich, die war wirklich die Chantal der Chantals, weil die halt einfach frontal dumm war und so. Und da konnte sie halt auch nicht, egal was sie machen konnte, konnten die Lehrer sie halt einfach nicht weiterlassen. Bin gleich wieder da. Und dann kam ich halt in die andere Realschule. Auf der Realschule davor waren auch Hurenkinder und mit der Sache, mit dem aus dem Bezirk, wo du kommst, mit den Leuten verstehst du dich einfach am besten, ist halt einfach ein Fact, weil in dem anderen Bezirk ging es halt einfach nur, wer hat die coolsten Markenklamotten, wer hat das neueste iPhone in der Tasche, du trägst kein Gucci oder kein, wie du hast kein iPhone, gleich Schmutz, gleich von den Kindern gemobbt, weil, ah, guck mal, der trägt Deichmann-Schuhe, Lappin, der hat noch nicht mal Nikes an und sowas so. Und so, das war halt der Bezirk und ich merke das halt auch einfach so. Ich war, weiß nicht, ich war in diesem Bezirk 5 Jahre lang. 5 Jahre lang war ich jeden Tag dort zur Schule gegangen und hatte halt auch irgendwie schon Kontakt mit den Kindern. Und Freunde, die ich aus diesem Bezirk mitgenommen sind, die halt wirklich meine Freunde sind, sind zwei. So. Zwei. Und die, mit denen ich auch immer noch was mache und so, und es ist halt wirklich Bros, sind zwei. Und noch nicht mal mit Leuten, denen ich nichts mache. Ich habe wirklich nur mit 2 Leuten aus diesem Bezirken was zu tun, beziehungsweise aus der Vergangenheit aus diesem Bezirk. Und dann bin ich in mein Ghetto gekommen, in meine Schule. Digga, die Schule war abgefuckt wie Scheiße. Die Lehrer waren angepisst, weil jeder, weil jeder der Kinder total asozial und aggressiv waren, aber ich habe da einfach reingepasst. Ich habe da einfach reingepasst. Und nicht, weil ich davor der voll aggressive Multischlägermann war, sondern weil die halt einfach korrekt sind. Es waren halt einfach korrekte Kinder. Bin in die Schule gekommen, war halt ein Lappen, wurde davor halt echt auch oft ja, gemobbt und so ein Scheiß. Und kam dann halt in die Schule und da waren halt einfach Kennex. Da waren halt einfach Kennex, da waren Leute, die so sind wie ich. Die auch Migrationshintergrund haben, die wirklich Ausländer sind, die den Lehrern nicht in den Arsch kriechen, die schlechte Noten schreiben, beziehungsweise sich nicht mehr anstrengen, weil sie einfach nur schlechte Noten von den Lehrern bekommen und einfach den Sinn dahinter nicht mehr sehen, gute Noten zu schreiben. Und davor war ich wirklich gar nicht so. Davor dachte ich mir immer, Alter, du musst gute Noten schreiben, sonst verkackst du es. Ich habe es auf dem Gymnasium verkackt, meine Mutter hat mir auch extrem viel schulischen Druck gemacht. Und so, und hat so gesagt, ja, keine Ahnung, ich bin sitzen geblieben. Sie so, ja, bist halt einfach dumm. Und so gar keine aufmunternden Worte oder halt so, weiß nicht, ich bin von der Gymnasium auf Realschule gekommen und sie so, ja, jetzt hast du dein Leben weggeschmissen und sowas. Und so, deswegen wurde mir halt schon seit Kindheit an eingehämmert, so, hast du keinen Gymnasiumabschluss, bist du ein Stück Scheiße und hast verkackt. Und deswegen habe ich mich an der Realschule relativ gut angestrengt, hatte, weiß ich, ziemlich viel Einser und Zweier, hatte eine 5 in Französisch, aber das lag daran, weil die Kinder davor ein Jahr Französisch hatten und ich halt danach gekommen bin. Ich wollte auch wieder aufs Gymnasium, deswegen habe ich Französisch genommen. Und ja, und dann bin ich in die Irenschule gekommen. Kinder waren viel asozialer. Ich glaube, ich hatte in der ersten Woche auch schon gleich Stress mit irgendwem oder in den ersten 2 Wochen so Stress, so war kurz vor Schlägerei, war zwar keine Schlägerei, aber kurz davor und ich war halt der Neue und so und aus meiner Vergangenheit kannte ich es halt so, ich bin groß und schwarz und deswegen bläst mir jeder Jarak, weil ich halt groß und schwarz bin.
Damals war ich halt aber ein ziemlich schüchterner Bré und keine Ahnung, wollte keinen Stress und keine Ahnung, war halt einfach nicht selbstbewusst. Ich hatte halt einfach keine Eier in der Hose. Real Talk. Und ja, deswegen habe ich mich halt, ich war automatisch der Boss. So, neue Klasse, fünfte Klasse, neue Klasse. Kinder, Digga, die Kinder, die mich danach gedisst haben, waren als erstes alle um mich rumgestanden und haben so gefragt, ja, was machen wir und so. Und ich hab halt, wie schon gesagt, keine Eier gehabt und war eher schüchterner und habe mich eher zurückgezogen und so. Und das haben sie gemerkt oder so. Wenn ich gedisst wurde, habe ich ihm jetzt nicht gleich in die Fresse geschlagen oder ihn aufs tiefste abgrundtief zurückbeleidigt. Und das haben sie halt gemerkt und ausgenutzt. Und deswegen wurde ich, obwohl ich nicht einer der Größten in der Klasse war, beziehungsweise der Größte in der Klasse war, trotzdem gemobbt. Und dann bin ich halt in die andere Schule gekommen und hatte nach 2 Wochen schon gleich Stress mit jemandem. Und ich dachte mir, nein, fuck. Ich bin Schule gewechselt und alles und Digga, Gott, fängt die ganze Scheiße jetzt wieder von vorne an. Ich dachte so, jeder hasst mich und so. Und ich habe mich auch so gefühlt und so. Ich habe mich auch so verkrochen und wollte mit niemandem reden, weil ich hatte einfach Angst, dass so gleich so, oh, du hast diesen einen Typen da beleidigt oder so, ihr hattet fast Stress, du bist doch voll der Wichser und so. Aber nein, Digga, es war halt einfach nicht so. Sie waren korrekt zu mir. Keine Ahnung, der Typ hatte seine Freunde und die Freunde waren, keine Ahnung, noch nicht mal die Freunde waren angepisst auf mich, Digga. Es war halt einfach nur so, einfach eine normale, noch nicht mal Schlägerei, einfach nur ein bisschen Stress machen, dies, das, Ananas und so. Und keine Ahnung, ich war 2 Wochen da und trotzdem sind Leute zu mir gekommen und haben mit mir geredet und so. Und sie haben halt gemerkt, dass ich halt kein, also so, halt, ich hatte da halt auch keine Eier und so. Das haben sie halt gemerkt und alles, aber ich wurde deswegen nicht von denen, obwohl doch, ich wurde von denen beleidigt, aber es war eine andere Art von Beleidigen. Es war eher so, kein aktives Mobbing, sondern so eher so, keine Ahnung, ich bin einfach auf die Schule gekommen, da hat jeder einfach jeden beleidigt. So, keine Ahnung. Ja, Jungs, sorry, Allergie ballert es gerade ziemlich hart. Es war halt einfach so, da hat jeder jeden beleidigt und so, wurde aufs tiefste abgrundtief beleidigt, aber irgendwo waren sie halt trotzdem Freunde und so. Und ich war halt auch in den Gruppen und so, war halt ein paar Gruppen drin, obwohl nicht ein paar Gruppen. Eine Gruppe, so, beziehungsweise ein paar Personen, obwohl nein, Digga, ich habe gerade Scheiße gelabert, die haben mich gerade gar nicht beleidigt. Jungs, wie schon gesagt, es ist alles Freestyle aus meinem Kopf und es sind auch Erinnerungen, die ziemlich viele Jahre her sind. Ah nee, fuck, Digga, die haben mich echt nicht beleidigt. Okay, dumm, Aussage zurückgenommen, aber auf jeden Fall, ich habe bei den Leuten gestanden und so und ich habe mit denen gechillt und so und die haben mich jetzt nicht ausgegrenzt, weil ich Stress mit dieser einen Person hatte. Jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Faden. Und die haben mich nicht ausgegrenzt, weil ich Stress mit dieser einen Person hatte, sondern die haben mich trotzdem noch als, die haben mich nicht abgestempelt. So, weil der eine die Meinung hatte, dass ich voll der Hurensohn bin, hatten die anderen halt nicht die Meinung, dass ich voll der Hurensohn bin. Die wollten sich erstmal selber die Meinung über mich machen und die haben gemerkt, Digga, ich bin doch eigentlich voll korrekt, Digga. Und so wurde ich halt gepusht und so. Da gab es auch noch so einen Ehrenmann. Ich werde jetzt einfach mal seinen Namen leaken. Er hieß Ryan. Er war so der King of the Hood. Und er war halt wirklich der King of the Hood und so. Er war halt wirklich der Coolste und er war und beziehungsweise ist halt irgendwo halt immer noch mein Vorbild. Seine Sachen, die er losgeballert hat, so, keine Ahnung, er hat Stress mit den Lehrern gemacht. Er hat Weiber beleidigt. Er hat sogar Frauen geschlagen. Und dies, das, aber trotzdem, er hat jeden als Menschen angesehen, so. Er hat niemanden als Bastard angesehen, nur weil er, keine Ahnung, so, ich glaube, er kam aus Bangladesch oder so und weiß ich, ja, er hat mit ganz vielen ausländischen Freunden, war halt mit ganz vielen gut, er hat mit Schwarzen gechillt, er hat mit Deutschen gechillt, also nur weil jemand deutsch war, weil viele haben ja Angst davor, dass die Kanaken alles so übernehmen und Kanaken dann, dass irgendwann mal die Deutschen als Opfer gelten und was weiß ich, Digga, keine Ahnung. Er war auch mit genügend Deutschen gut und so und auch so Deutsche, die eher Lappen waren oder auch Kinder. Es gab natürlich auch Kinder bei uns in der Klasse, die Außenseiter waren, aber diese Außenseiter hatten Freunde. Die Freunde waren zwar Außenseiter, aber sie waren nicht alleine. Sie hatten Leute. Und auch so, keine Ahnung, sie wurden natürlich von den Leuten gedisst, so, weil sie fett sind oder so, aber irgendwo haben sie sich trotzdem immer verstanden. So. Und Ryan, er war halt einfach jemand, keine Ahnung, in meinen Augen, ich war voll der Lappen, ich war voll das Opfer. Ryan wäre eigentlich so, also
Auf den alten Schulen war es halt so, keine Ahnung, der Typ, der größte Fresse hatte, so, konnte halt alles bestimmen und keine Ahnung, konnte dich halt auch beleidigen und so, und dann warst du halt das Opfer und so. Und keine Ahnung, ich wäre halt eigentlich so von meinem Verhalten her voll der Typ gewesen, den er einfach so beleidigen hätte können und einfach so mobben können und keine Ahnung und so ein Scheiß, aber er hat mich trotzdem als Kollegen angesehen. Und mit diesem einen Typen, mit dem ich Stress hatte, der war auch einer der Leute, mit dem Ryan gechillt hat. Aber nur weil dieser eine Typ mit ihm Stress hatte, hat er trotzdem mich nicht gehasst. Er hat sich nicht die Meinung darauf gebildet, dass ich ein Hurensohn bin, weil der andere das findet, sondern er hat sich selber seine Meinung über mich gebildet und ich habe dann trotzdem mit ihm gechillt. Ich habe zwar echt nicht oft mit ihm gechillt, weil ich eher bei anderen Leuten war, weil ich habe dann andere Freunde gefunden, die mir, was heißt mehr getaugt haben, sondern mit denen ich mehr Sympathie hatte und keine Ahnung, Ryan war halt Hood und sowas, so hat halt sehr viele Schlägereien gehabt. Beziehungsweise nicht er, er war eigentlich einer, er war eigentlich ziemlich klein, das war halt auch das Wilde, er war kein großer, breit gebauter Schrank, er war halt einfach ein kleiner indischer Bangladesch-Boy, der halt auch Bart hatte und alles und halt ausländisch ausgesehen hatte, aber so rein theoretisch, man hätte ihn echt leicht fetzen können, aber einfach weil er hat sich halt nicht gefallen lassen. Neben ihm standen Leute, die waren 2 Meter groß, Alter. Ich war damals 8. Klasse, Digga. Ich war damals noch 1,85 oder so. Und das war 2 Meter, war für mich auch schon riesig und so, obwohl ich selber groß war. Und diese Leute haben bei ihm gestanden oder keine Ahnung, er hat andere Leute beleidigt. So große Kanackengruppen hat er beleidigt und so. Und diese Kinder hatten nichts gemacht, weil sie halt einfach Angst vor ihm hatten, beziehungsweise weil er halt einfach Eier in der Hose hatte und darauf gefickt hat, ob er jetzt ein kleiner indischer Bangladesch-Boy ist, weil er halt einfach Eier in der Hose hat, seine Sachen sagt, ein korrekter Typ ist und Freunde hat, die hinter ihm stehen. Und diese Leute stehen halt auch wirklich hinter ihm. Und er hat halt auch ziemlich viel mit Tod gemacht und so Schlägereien. Drogen getickt hat er nicht, aber er hat mit Leuten gechillt, die ziemlich viel Drogen getickt haben und so. Und in der Schule habe ich immer gerne mit ihm gechillt, aber ich habe auch ab und zu in meiner Hood mit ihm gechillt und so und seinen Kollegen und alles so. Und ich weiß nicht, man, irgendwie, es hat mir nicht so gepasst, Digga. Es war nicht so mein Ding, Alter. Aber es war trotzdem meiner Meinung nach, ich habe die Zeit übelst gefeiert und so. Und keine Ahnung, er ist so der Typ, warum ich angefangen habe, Eier zu haben und so. Und dann habe ich meine besten Freunde halt kennengelernt. Aus dem anderen Bezirk hatte ich natürlich auch, die beiden waren halt auch so meine besten Freunde und so. Aber so, keine Ahnung, ich habe mich halt einfach mit jedem verstanden und so. Wir haben halt einfach sympathiert. So, ich war eigentlich mit jedem aus der Klasse gut. So, das kennt ich nicht. Im Normalfall war ich das Opfer. Jeder in der Klasse mochte mich nicht. Jeder wollte nicht mit mir arbeiten oder so. Und jeder wollte nicht mit mir arbeiten oder beziehungsweise hat mich eher so, oh, der ist eklig, oh, ich mag den nicht, oh, der wird gemobbt von den anderen, wenn ich mit ihm chille, werde ich vielleicht auch gemobbt, oh, ich halte mich lieber von ihm fern. Digga, da war man halt einfach so nicht drauf. Wenn man jemanden nicht mochte, da mochte man ihn nicht. Aber das heißt noch nicht, dass jeder ihn nicht mochte. So, wenn du bei allen verkackt hast, dann hast du halt bei allen verkackt, aber dann hast du halt bei allen verkackt, deswegen hassen dich alle. Und so, und es war halt einfach aufrichtig und so. Und da war keine Lästerei hinter dem Rücken. Wenn du mit jemandem Stress hattest, dann hast du ihn halt beleidigt. Und so, keine Ahnung, so ab und zu gab es auch Fetzereien oder so. Oder du hattest halt, weiß nicht, 3 Wochen lang mit ihm Stress und dann, naja, waren sie wieder beste Freunde und so. Dann war wieder alles geregelt, Digga. Und das habe ich halt gefeiert. Das waren halt Leute, so, wir haben die Lehrer auch richtig abgefuckt und so. Aber es war auch eine Assi-Schule, es war ein Ghetto. Und alles, das bei dem anderen Bezirk, das war halt kein Ghetto, es war jetzt nicht unbedingt ein Bonzenviertel, aber die Kinder hatten auf jeden Fall richtig viel Cash. Und die anderen nicht, die waren arm und so, aber es war okay. Und so, und auch Bonzen. Es gab auch, Digga, es gibt Millionäre. Es gab einen in der Klasse, der ist Multimillionär oder seine Eltern, was weiß ich. Aber auch diese Leute, die reichen Leute, natürlich, die haben eher mit Leuten gechillt, die halt auch reich sind. Aber diese Leute haben trotzdem die Kinder nicht verachtet, beziehungsweise die Kollegen nicht verachtet, die halt nicht reich waren. So, es ging halt, diese Leute waren halt auch ziemlich bescheiden. Sie hatten natürlich Klamotten an, die teurer sind als alle anderen, aber sie haben jetzt nicht ultra geflext. Und sie hatten halt einfach normale Sachen an, so nicht so, keine Ahnung, fett Gucci und gezeigt, boah, Ticker, ich bin der Bonze vom Bonzen.
von Bonstanistan und so und sie haben halt trotzdem andere Menschen halt trotzdem als Menschen angesehen und halt nicht aufs Geld geschaut. So sie, und das fand ich auch ziemlich ehrenvoll, weil ich dachte halt eher so, die Reichen sind halt so, weil ich sie halt wirklich nur so kennengelernt habe. Und das Witzige ist, es waren halt noch nicht mal Reiche. Es waren Leute, die verdienen mehr als andere, aber trotzdem sind sie nicht ultrareich. So. Sie haben natürlich mehr Cash, aber sie flexen halt mit ihrem Cash und keine Ahnung, sind keine Millionäre. Und diese Leute haben mit mir gechillt, so, keine Ahnung, ich kannte die nicht. Wir wurden nur erzählt, dass die voll reich sind und so, aber ich wusste das am Anfang gar nicht. Ich habe einfach ganz normal mit denen gechillt und so, war voll korrekt und so. Und dann bin ich halt so ein paar Mal, also bin ich halt mal zu einem nach Hause gegangen oder zu wem anderen nach Hause gegangen und da hatten die voll die fette Villa oder so oder voll das große Zimmer und so. Und was ich halt auch noch ehrenhaft war, fand, übelst ehrenhaft, da gab es so einen Kollegen, der ist immer noch einer meiner Besten, der hat mit seinem Reichtum, was heißt geflext? Er hatte auf jeden Fall teure Klamotten an, hat Geld für Parfum und sowas ausgegeben und so, hat halt sein Geld halt ausgegeben und hat halt auch gezeigt, dass er Geld hat. Und um ehrlich zu sein, am Anfang, als ich ganz neu in die Klasse gekommen bin, war er mir unsympathisch, weil er halt so hart geflext hat. Und ich dachte halt, ah, das ist irgend so eine Bonze halt, so die halt, keine Ahnung, alles in den Arsch geschoben bekommt und halt damit flext und so. Aber guck, das war halt auch ein richtig hurensöhniges Vorurteil von mir. Richtig hurensöhnig, weil ich halt einfach Bonzen so abgestempelt habe. Und das meine ich halt, bild dir deine Meinung selber. Ich schwöre, ich war voll der Bastard in der Situation. Ich kannte ihn nicht, Digga. Ich kannte ihn nicht. Also ich kannte ihn schon, aber ich habe nicht so viel mit ihm rumgehangen und so. Und ich habe eher Sachen von anderen Leuten gehört, was die so gesagt haben. Und ich habe es halt leider geglaubt, weil ich halt ein Stück Scheiße war. Und ein anderer Kollege, auch einer meiner besten Freunde, mit ihm habe ich halt so gechillt. Und er war halt ein Kollege von ihm und so. Und ich war halt wirklich echt hurensinnig und hab so gesagt, boah, Alter, bist du echt mit dem Chillen und so, weil er hat halt echt geflext, also wirklich, er hat so, halt so immer gezeigt, so dass er halt so Klamotten hat und so, oder hat so drüber geredet, dass er so, keine Ahnung, so 400 € FIFA-Packs aufmacht und alles und so. Und deswegen dachte ich mir so, er ist so einer, der halt jemanden neidisch machen will, so, der so zeigt, so, oh, guck mal, ich hab das, ich kann mir das leisten, das, und was kannst du? Du kannst nichts, weil du ein armes Stück Scheiße bist. Und dann habe ich mit ihm gechillt. So, ich habe immer mehr und mehr mit ihm gechillt und keine Ahnung, Mann, er war, ich schwör, Bild gechanged, Bild einfach geswitcht. Ich wusste halt einfach von ihm, dass er, also ich habe dann auch immer mehr mit ihm gechillt, war auch mehr in PS4 Partys mit ihm und so und habe mit ihm gezockt und ich habe halt einfach gemerkt, dass er korrekt ist. Er ist halt wirklich korrekt. Er hat mir auch so oft gegönnt, er hat auch vielen anderen gegönnt, wirklich. So viele Leute sind zu ihm gegangen und haben nach Geld gebettelt und er hat es ihm gegeben. Und er wusste, dass nicht alle, aber manche von diesen Leuten wirklich nur gekommen sind, damit sie Geld von ihm bekommen und so. Aber er hat es gegeben. Er hat mir schon, oh Gott, ich schwöre, ich schäme mich dafür, wie viel ich schon von ihm angenommen habe. Wirklich, das ist, also wirklich, das ist so richtig gottlos von mir. Und, aber keine Ahnung, er war halt auch so jemand, ich bin auch so jemand, der nimmt eigentlich nicht so, keine Ahnung, so, keine Ahnung, ich lasse mir natürlich schon von Freunden gönnen und ich gönne natürlich auch Freunden und so, aber so damals war ich halt einfach arm und so zum Beispiel so eine Pizza nach Hause bestellen, Digga, nein, nein, Pizza, erstmal Pizza. Hoffnung, Pizza und dann noch bestellen nach Hause. Nach Hause Pizza bestellen. Boah, Digga, der hätte sowas von Schelden von meinen Eltern gegeben. Beziehungsweise, die hätten die so, nee, what the fuck, sind wir Millionäre? Also so Pizza nach Hause bestellen oder im Pausenverkauf etwas kaufen. Digga, das waren Sachen, die hatte ich nicht. Das war so, keine Ahnung, so ich. Keine Ahnung, jeder hat sich so eine Semmel oder, keine Ahnung, so Leberkäse oder so eine Scheiße Pausenverkauf jeden Tag gekauft. Und ich nicht. So, ich habe so, mein Portemonnaie war immer leer, immer nichts drin. So 50 Cent und so. Und ja, kein Geld gehabt. Und ich wollte auch nicht schnorren. Ich hasse das so, nach Geld zu fragen. So, hey, yo, kannst du mir Geld geben und so. Oder yo, kannst du mir das kaufen? Ich habe kein Geld und so. Ich finde das voll hurensinnig. So, also von mir aus, wenn ich so
zu Leuten gehe, die ich nicht kenne, beziehungsweise denen ich noch nie was gegönnt habe und so, hey yo, kannst du mir Geld leihen? Oder so, oder nur mit diesen Leuten rede, wenn ich was brauche. Und er war aber trotzdem so, er hat es halt gefühlt. Er hat halt gefühlt, weil ihm ging es jetzt auch eine Zeit lang schlecht und hatte halt auch nicht viel Geld. Und weil er wusste halt einfach, wie es ist, arm zu sein. Er wusste auch, er hat das Leiden mit mir geteilt. Er wusste genau, wie es ist, arm zu sein. Und deswegen hat er halt einfach gegönnt. Hat er den Leuten gegönnt, die kein Geld haben. Beziehungsweise, damit sie sich auch mal was kaufen können. So, weiß nicht, der hat mir auch schon öfters mal im Pausenverkauf was gekauft. Das war ultra Ehre. Und so, das war so, keine Ahnung, das waren jetzt vielleicht nur so 2 € oder so, aber keine Ahnung, für mich war das damals die Welt, dass ich so 2 € in einen Pausenverkauf ausgebe. So, weil Pausenverkauf, so keine Ahnung, Digga, wir sind damals nie zu Rewe gegangen, wir sind immer zu Norma gegangen. Weil Norma war, weiß ich, viel, viel weiter weg als Rewe, aber wir sind immer zu Norma gegangen, weil wir kein Geld hatten, uns Sachen bei Rewe zu verkaufen. Das war Geldverschwendung. Oder halt an Kiosk oder sowas so. Wurde mir auch nie was gekauft, wenn wir irgendwelche Ausflüge damals, als ich jung war, mit meinen Eltern gemacht haben. Digga, nee, es wurde nichts gekauft, es wurde alles gekauft und wenn wir da nichts mehr hatten, hatten wir Pech gehabt. Im Schwimmbad, das Highlight im Schwimmbad war für mich das Schwimmbad. Das war das Highlight für mich. Für andere Kinder gehen ins Schwimmbad, bleiben da den ganzen Tag lang, gönnen sich fett Mittag, fahren mit dem Auto zurück, chillen, zocken Nintendo auf der Bank oder so, auf der Sonnenbank und so, haben Freunde, spielen mit denen und so. Für mich war damals Schwimmbad ein Mega-Ereignis, so. Weiß nicht, so 4 € für ein Hallenbad, es war auch nicht groß, es war ein kleines Hallenbad und draußen war halt ein bisschen Liegestrand und so. Und das war für mich so Highlight, so. Und wenn meine Mutter mir dann noch so ein Eis gegönnt hat, nicht von Norma, sondern vom Schwimmbad für 80 Cent, so, das war so, oh mein Gott, Alter, ich habe das nicht verdient, sich so, oh mein Gott, jetzt hat meine Mutter 80 Cent für ein Eis ausgegeben, wofür wir uns andere Sachen auch hätte kaufen können. So, keine Ahnung, ich habe das nie so, ich konnte mich nie freuen drüber. Ich konnte mich, ich habe natürlich es celebrated, dass ich ein Eis gefressen habe, aber so, ich konnte mich nie so richtig drüber freuen, dass es mir gut geht, so, dass ich halt ein Eis bekomme. Und so, weil ich mir immer dachte, ah, fuck, Junge, jetzt gehen wir wieder so überteuert viel Geld aus, so. Weil meine Mutter hat es auch immer gesagt, so, oh, das ist so scheiß teuer und alles, so, kostet so viel Geld und so. Ach, dafür haben wir ja kein Geld und so. Und deswegen waren halt 2 €, die für mich eine random Person damals, wir kannten uns halt auch noch nicht so richtig, so, aber hat er mir einfach gegeben und so, und das war halt einfach so, wow, wow. So, Alter, ich habe 2 € von jemandem einfach so bekommen, die ich ihm nicht zurückzahlen muss, damit ich mir was beim überteuerten Pausenverkauf kaufen konnte. Natürlich hat es scheiße geschmeckt, weil unser Pausenverkauf war der größte Sifftrack, den es gab, Alter. Aber keine Ahnung, 2 € für eine dreckige Semmel auszugeben, die noch nicht mal richtig geschmeckt hat, war halt krass. Dass mir das wer anders gegönnt hat. Und das waren halt so Sachen, so, boah, Digga. Oder keine Ahnung, ich habe auch mit ihm was so privat gemacht und so, sind so irgendwo hingegangen. So, keine Ahnung, Starbucks, Digga. Ich war noch nie im scheiß Starbucks, Alter. So, gehen so rein. Ich so, ja, ich hole mir nichts. Er so, hä, wieso? Hast du keinen Durst? Ich so, nee, passt schon. Er so, als ob du echt keinen Durst hast, Digga, wir sind den ganzen Tag gegangen, Alter. Ich so, ja, ich habe halt kein Geld dabei. So. Ich wollte es halt nicht sagen, so, weil er hat mich schon ein paar Mal so, ist halt so wirklich drauf gegangen. So. Und ich so, ja, ich habe halt kein Geld dabei. So. Er so, ja, ist doch kein Stress. Und so. Ich hab Geld, ich gönne dir einfach. Ich so, nein, Mann, Alter, nee, Mann, das musst du echt nicht machen und so. Ich so, nee, Mann, ich hab jetzt auch gar nicht so viel Durst, ich trinke einfach zu Hause was. Und er so, nee, Alter, ein Scheiß. Wahrscheinlich trinke ich jetzt etwas vor dir, was ich mir leisten konnte. Und ich gebe dir noch nicht mal was ab, obwohl ich das Geld habe. Und es war halt einfach so, boah, Ehre maxed out. Weil früher habe ich halt auch so mit Leuten gechillt, die haben sich halt wirklich Burger oder sowas gekauft und haben sie vor mir gefressen. Und ich hatte kein Geld und habe mir nichts gekauft, weil ich einfach kein Geld hatte. Und er hat mir gegönnt, mir ist das gar nicht in den Kopf gekommen, dass er mir nichts kauft. So, weil
So, das ist so, keine Ahnung, es ging einfach nicht in seinen Kopf rein, so dass so, hä, so, du bist mein Kumpel, wieso sollte ich dir nicht gönnen? Wieso sollte ich dir nicht gönnen? Das ging einfach nicht in seinen Kopf rein und so. Und auch jedes Mal ist es immer noch so, er hat immer noch mehr Geld als ich, obwohl ich arbeite. Aber trotzdem ist es immer noch so, gönn dir. So, wir führen echt oft dieselbe Diskussion, aber so, ihm geht es nicht ins Kopf rein, dass er mir nichts kaufen sollte. So, er hat das Geld, er hat Cash, er gönnt sich was, beziehungsweise wir sind irgendwo, wo man halt Spaß haben kann. Und ich kann diesen Spaß nicht mitmachen, weil mir das Geld fehlt. Und ihm ging es da halt einfach nicht im Kopf rein und hat mir halt Geld gegeben. Und es ist halt so eine bildende Meinung selber. So, weil früher, ich habe ihn wirklich echt gottlos von mir, richtig gottlos von mir. Bin gleich wieder da. Einfach richtig gottlos von mir. Ich dachte halt so, er wäre so arrogant und so Ponzer halt und so halt wie die Kinder davor. Und war er nicht. Er war übertriebenste Ehrenmann. Und wäre mein anderer Kollege nicht gewesen, ich hätte wahrscheinlich nie mit ihm Kontakt gehabt. Und warum? Weil ich Vorurteile hatte. Jeder Mensch hat Vorurteile. Aber die müsst ihr ausschalten. Ein Hurensohn ist nur ein Hurensohn. Wenn du weißt, dass er ein Hurensohn ist und nicht, weil ein anderer sagt, dass er ein Hurensohn ist, du musst dir deine Se Meinung selber bilden. Und Lehrer waren halt, jetzt kommen wir wieder in den rassistischen Part. So, weil, boah, Alter, das ist eine echt harte Abschweifung und ich rede schon echt lange. Und auf jeden Fall, Lehrer haben darüber geredet, was heißt geredet, haben mir mal wieder schlechte Noten reingedrückt. Ich hatte einen anderen Kollegen, auch Latino, Brasilianer, halt schwarz, nicht weiß und so. Und so, Digga, keine Ahnung, wir sind zwei große Boys, Digga, wir haben uns gut verstanden, Digga, wir haben Scheiße im Unterricht gemacht. Natürlich haben wir Scheiße im Unterricht gemacht. Und ja, Digga, jeder hat schon mal Scheiße im Unterricht gemacht, Digga, keine Ahnung, wir haben gelabert, wir haben uns gegenseitig gepiekst, wir haben uns gegenseitig abgefuckt, wir haben Sachen rumgeworfen, wirklich, wir waren asozial. Ist so, sag ich nicht. Aber andere waren auch asozial, genauso wie wir. Genauso wie wir haben gelabert, haben geredet, haben Scheiße gemacht, dies, das zu einem anderen aus. Die anderen waren Ausländer. Wie schon gesagt, es war eine, weiß ich glaube, da war es umgekehrt. Da waren vier Deutsche in der Klasse, drei, vier Deutsche und der Rest waren einfach nur Ausländer. So habe ich halt übertriebenes gefeiert. Und so, aber diese Ausländer waren halt weiß. Und da komme ich zu diesem Unterschied zwischen, es gibt einen Unterschied zwischen nicht deutsch sein und nicht weiß und nicht deutsch sein. Weil wenn du nicht deutsch bist, bist du wenigstens weiß. Aber wenn du nicht weiß und nicht deutsch bist, bist du gar nichts so. Dann können die sich gar nicht an dich relaten. Es gab ein paar ziemlich kritische Situationen. Zum Beispiel, ziemlich oft haben wir getalkt und so. Wir wurden umgesetzt. So weiß ich, Schweiber in der ersten Reihe, permanent am Kichern, permanent am Handy, permanent, keine Ahnung, sich einen runterholen, Alter. Andere Typen haben richtig laut geschrien und alles oder Scheiße gemacht, Sachen rumgeworfen, den Lehrer beleidigt sogar. Und ja, wir werden umgesetzt. So. Andere Situation, boah, ich glaube, die werde ich nie in meinem Leben vergessen. Ja, wir hatten bis so 2 Uhr Schule, nee, bis 2:45 Schule. Das war auf der Realschule ziemlich lang und wir hatten halt von 12:45 bis 2 Pause. Da gab es einen Hit, wir sind immer zum Hit gegangen und haben uns halt ein paar Sachen gekauft, so Gummibärchen, irgendwelche Snacks, dies, das zu einem Ananas halt. Und ja, ihr kennt das natürlich, jeder kennt die Memes, in der hinteren Reihe wird, Lehrer in der hinteren Reihe wird nicht die gegessen, die hintere Reihe kommt mit, weiß nicht, Kochtopf und Shawarma und was weiß ich an. Und Digga, genau so war es, Alter. Wir haben in der hinteren Reihe gefressen wie sonst was, Alter. Und das war aber nicht nur die hintere Reihe, das waren alle Reihen. Alle Reihen haben gefressen. Und der Lehrer hat uns ermahnt und hat gesagt, Alter, wenn ihr jetzt da nochmal frisst, dann geht's raus. Okay, was ist passiert? Ich habe gefressen. Weil ein Kollege, auch der Brasilianer, hat mir ein Gummibärchen gegeben, habe ich gefressen, hat der ganze Reihe gegeben, ganze Reihe hat gefressen. Wer hat Ärger bekommen? Ich. Ich. Ein Mädchen davor, nee, nicht davor, danach, ein Mädchen hat Kaugummi gekaut.
Kaugummi in der Schule, ihr wisst, tot. Tot. Ich weiß nicht wieso, aber Kaugummi in der Schule ist tot. So, Mädchen hat danach Kaugummi gekaut. Lehrer so, ja, was machst du da? Ja, ich kau auf ein Kaugummi. Lehrer, ah, nichts. Ich esse ein Gummibärchen. Es war 5:05. Raus. Aber nicht nur raus. Ich komme so wieder rein. Der Lehrer, ja, du kriegst jetzt einen Verweis. Ich so, was? Also, du kriegst einen Verweis, du hast dich auf mich gehört. Ich muss dir einen Verweis erteilen. Ich so, Digga, willst du mich ficken? Ich habe einen Verweis dafür bekommen, weil ich ein Gummibärchen gegessen habe. Jeder in dieser Reihe hat gegessen. Vibe hat danach Kaugummi gekaut. Kaugummi ist noch mehr tot als Essen. Kaugummi, Mädchen Kaugummi gekaut. Kein Ärger. Lehrer hat noch nicht mal gesagt, dass sie es ausspucken soll. Einfach, ja. Ich raus, danach Verweis. Gottlos. Andere Situation. Alle fressen Kaugummi, alle fressen Kaugummi. Ich fresse auch Kaugummi. Lehrer, komplett am Ausrasten. Komplett am Ausrasten. Verweis. Ich krieg Verweis. Ist so, okay. Lehrer hat auch gesagt, sehe ich noch einmal jemanden Kaugummi kauen, kriegt die Person Verweis. Okay. Dann, diese Lehrerin, es war eine Lehrerin, eine scheiß Kampflesben-Schlampe, diese Lehrerin hat das jede Stunde gesagt. Es gab auch Verweise, es haben auch viele Leute Verweise bekommen. Aber dann gab es noch so eine Situation, da war ich krank. Obwohl, nee, nee, noch nicht mal, es haben noch nicht mal viele Leute Verweise bekommen. Ich war der Erste, der einen Verweis bekommen hat. Aber ab dem Tag hat sie es durchgezogen, in Anführungszeichen, hat sie gesagt. Und ja, ich war krank. Typ ist Kaugummi. Sie so, was machst du da? Also wurde mir natürlich erzählt von meinem Kollegen. Sie so, ja, was machst du da? Er so, ja, ich kaufe Kaugummi. Ja, sie so, ja, ich spuck sofort den Kaugummi aus und sei froh, dass also CBU, sei froh, dass CBU nicht da ist, weil sonst hätte ich dir einen Verweis geben müssen. Gottlos. 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 Ich, keine Ermahnung, keine zweite Chance, instant Verweis. Ich bin nicht da. Ich kann mich natürlich nicht drüber beschweren. Und außerdem, ich finde es halt auch irgendwo asozial. Keine Ahnung, ich habe ja nichts gegen die Typen so. Ich hasse es halt irgendwo auch, mich zu beschweren. Warum kriege ich Ärger, wenn er keinen Ärger kriegt? Ich will ja nicht, dass der andere Ärger kriegt. Ich will, dass ich keinen Ärger kriege. Und so. Und so. Und sie so, sei froh, dass er nicht da ist, sonst hätte ich dir einen Verweis geben müssen. Und es ist so gottlos gewesen. So gottlos. Es hat mich so abgefuckt. Fuckt mich heute immer noch ab. Er war natürlich weiß. Er war natürlich weiß. Er war nicht deutsch, aber er war weiß. Und ja, komisch, ne? Komisch. Nicht weiß, nicht deutsch, nicht weiblich, nicht klein, sondern groß. Größe hat auch noch so ein Spiel. Kriegt einen Verweis instant. Er kriegt eine Ermahnung und sagt, sei froh, dass der andere nicht da war, sonst hättest du einen Verweis bekommen. Gottlose Kachbar, Kampflesbe, ich hasse sie über alles. Rambach stirbt. Und was gab es noch? Ach ja, auch selbe Lehrerin. Wieder mein Kollege, mein brasilianischer Kollege und ich. Ja, witzig, ne? Schulaufgaben gibt es zurück. So, keine Ahnung. Ich bin seit so 1,5 Jahr, 1 Jahr war ich da in der Schule. So, man kannte mich eigentlich. Mein brasilianischer Kollege ist seit der 5. dort gewesen. Schulaufgaben gibt es zurück. Ich schaue so auf die Schulaufgabe drauf, sehe so die Note und so dachte mir, ja, okay, es war eine 3. Und ich schaue mir so die Schrift an und ich denke mir so, Wallah, seit wann schreibe ich so? Weil ich schreibe wirklich extrem hässlich, ich schreibe richtig hässlich. Boah, ich habe sauklaues Emfat. Ich habe sogar einen Attest dafür, dass ich hässlich schreibe. So krass hässlich kann ich schreiben. Und ja, ich denke mir so, hä, what the fuck, seit wann schreibe ich so gut und so? Und so der brasilianische Bré so, hey Digga, warum habe ich deine Schulaufgabe? Weil ich habe nicht auf den Namen geschaut. So, weil er hat auch ein bisschen gelesen, er hat auch ein bisschen durchgeschaut, er so, hä, seit wann schreibe ich so hässlich? Und so. Und dann so, ey, Alter, du hast meine Schulaufgabe. Und so, Alter, ja, stimmt, ich hab deine. Hast du recht, Digga. Voila, ey, Lehrerin, wir haben falsche Schulaufgabe bekommen. Und dann sammelt sie diese so ein, gibt sie zurück. Und sie so, ah, sorry, they look like the same. Natürlich als Joke gemeint. Oder was weiß ich. Ich glaube nicht natürlich. Ich glaube, sie einfach so, war Englischlehrerin. Sie auf Englisch, oh, ah, sorry, they look like the same. Digga. Es gab zwei Schwarze in der Klasse. Ryan, der indische Bangladesch-Boy, der Ehrenmann, ist in der 9. rausgegangen, weil er auch gekickt wurde von den Lehrern. Auf ganz hochsinniger Basis. So 10. Klasse war das so. Nur wir beiden, wir waren die einzigen Schwarzen. Wir waren die einzigen Nicht-Weißen in der Klasse, sagen wir es mal so.
Ja. Und dann, so, keine Ahnung, so, du bist so, weiß ich, war 17-jähriger Bre, hast ziemlich viele Erfahrungen mit Rassismus gehabt, auch schon während deiner schulischen Karriere und außerhalb, und hörst von einer Lehrerin, die sowas wie ein Bulle ist, aber halt dich nicht verhaften kann, sondern die deine Zukunft ermöglichen sollte und von der die auf keinen Fall rassistisch sein dürfte, hörst du dann, ah, they look like the same und ha 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 ha. Hörst du dann? Und dann denkst du dir, als Ausländer mit Migrationshintergrund, Rassismus ist nicht tot. Ist nicht tot. Ist einfach nicht tot. Ich merke das immer noch. Immer noch. Und so, und das waren so die härtesten Sachen, die so in meiner Schulkarriere passiert sind, so von Lehrer und Rassismus her. Und keine Ahnung, vielleicht habe ich auch viele Sachen vergessen. Wie schon gesagt, es ist Freestyle auf entspannt. Und ja, es ist Freestyle auf entspannt. Ding, was wollte ich noch sagen? Ah ja, Ausbildung. Auch ganz witzig, bin gerade in der Ausbildung. Angefangen, Probezeit. Hab mich natürlich extremst angestrengt, hab mich immer gemeldet. Ich war halt müde, beziehungsweise was heißt müde? Ich sehe halt so aus, wie ich aussehe. Ich habe ein müdes Gesicht. Besonders wenn Sachen sind, die mich langweilen, beziehungsweise nicht hardcore interessieren, habe ich halt einfach ein müdes Gesicht und ich bin auch sehr oft dazu geneigt einzupennen, weil es mich halt einfach langweilt. Aber das habe ich in der Ausbildung nicht gemacht. Ich habe in der Ausbildung nicht, bin ich nicht eingepennt. Habe wirklich immer Augen aufgerissen und so und habe auch immer dem Stoff zugehört. In der Ausbildung war es so, in der Schule hattest du für ein Thema, weißt du, 20 Jahre gefühlt Zeit, um es zu können. In der Ausbildung ist es so, also bei meiner. Ja, hier, das erklären wir dir heute und dann erklären wir es dir nie wieder, aber du musst es für immer und ewig wissen. So ein Ding ist das ungefähr. Und Anfang der Ausbildung, Probezeit, ich hatte sowas halt noch nie, weil die Lehrer mir halt auch auf der anderen Schule permanent schlechte Noten reingedrückt haben. Ich schwöre, ich war kurz davor durchzufallen in der 10. noch einmal. So, ich hatte eine 6 in Mathe, eine 5 in Deutsch und alles, so richtig scheiß Noten. Und die Lehrer, die ficken auch auf alles. Die haben nichts beigebracht, die haben einfach nur Stress gemacht. Dies, das zu dem Ananas und so. Und ich dachte mir, ach, fick auf eure Mütter. Ich habe eine Quali gehabt. Ich konnte mir die M10, also mittlere Reife, extern machen. Habe die mittlere Reife extern gemacht. Habe mit einem 3,0er Schnitt abgeschlossen. Und ich habe nicht gelernt. Ich habe nicht gelernt. Ich war ein halbes Jahr nicht in der Schule. Ein halbes Jahr war ich nicht in der Schule. Ich habe kein Stück gelernt. Vor der Prüfung habe ich mir ein paar Sachen durchgelesen. Ein paar Sachen habe ich mir durchgelesen, so vor der Prüfung bin in die Prüfung rein, Instant 3. 3,0er Schnitt, ich hätte auf die FOS gehen können, hätte ich gewollt. Aber ich habe keinen Bock dazu. Aus meiner Klasse, ich weiß nicht, 75% sind durchgefallen. Oder nee, 60% sind durchgefallen. So, ich wäre eigentlich auf jeden Fall durchgefallen. Aber die Lehrer sind halt so Hurensohn, und ich dachte mir, nee, ich lasse mich nicht von euch ficken. Ich mache den extern, mache ich für mich alleine, Instant 3. 3,0er Schnitt. Ist natürlich kein ultra krasser Schnitt, aber dafür, dass ich davor eine 6 in Mathe und eine 5 in Deutsch hatte und ein halbes Jahr keine Schule hatte und nichts dafür gelernt hatte, außer am Tag davor bis 4 Uhr nachts, war das schon ziemlich gut. Und ja, war dann halt wieder in der Ausbildung, hab ich gewöhnt, hab mich wieder gewöhnt, Schule zu haben, zu lernen, früh aufzustehen. Und ja, ich habe mich gemeldet, ich wollte halt gut sein und alles. Und dann permanent die zwei Ausbilderinnen, zum Glück, bei Gott, zum Glück sind sie nicht mehr da. Ich hasse sie über alles. Ich wünsche ihnen bei Gott den Tod. Und diese Ausbilderin, permanent habe ich schlecht geredet. Permanent habe ich schlecht geredet. Ich habe noch nicht mal denen was gemacht. Ich habe mich einfach nur gemeldet, ich schwöre bei Gott, ich habe mich gemeldet und mich angestrengt. Ich sehe müde aus. Ich sah immer müde aus. Ich werde auch immer müde aussehen. Das wird sich nicht ändern. Ich habe halt einfach ein müdes Gesicht. Und besonders wenn es Themen gibt, die halt einfach für mich meiner Meinung nach langweilig sind, aber ich sie halt lernen muss, habe ich halt da erst recht ein müdes Gesicht. Und ja, die haben die ganze Zeit den Ausbilderinnen gesagt, also nicht den Ausbilderinnen, sondern so, es gibt eine Teamleitung oder sowas. Nein, nicht eine Teamleitung. Es gibt so einen Boss, so, der die Leute einstellt und alles so, dieser Boss unterrichtet nicht, sondern tut halt,
halt anderen Stuff managen und die haben permanent mir schlechte Beurteilungen reingehauen. Permanent haben die gesagt, dass ich faul bin, dass ich unmotiviert bin, dass ich nichts machen würde. Obwohl ich einer, es gab drei Leute, die haben sich viel gemeldet. Ich war einer von diesen drei und habe mich scheiß oft gemeldet. Sie haben mir vorgeworfen, dass meine Antworten nicht immer richtig sind. Digga, wir lernen jeden Tag, wir haben jeden Tag etwas Neues gelernt, was wir noch nie im Leben zuvor gehabt haben. Es war ziemlich komplizierte Scheiße. Ja, ich habe mich gemeldet und habe nicht immer das Richtige gesagt bei einem Thema, was ich vor 10 Minuten gelernt habe. Ja, und die ballern trotzdem drauf los und sagen mir, ja, das Scheiße. Ja, die haben mir sogar, die beiden Kachbars, ich hasse sie über alles. Ich habe sie sogar als Rassisten beleidigt, weil es halt einfach so ist. Die haben mir gesagt, ja, vielleicht ist das nicht die richtige Ausbildung für dich, du sollst dir eine neue suchen. Ja, was noch eine Sache war. Noch eine Sache, die mir, boah, ich würde dir so gerne die Fresse polieren, ich würde dir so gerne die Fresse polieren. Ich habe Kanakenfriseur gesagt. Ich habe keine Ahnung, wir haben über irgendwas geredet. Da habe ich gesagt, ja, ich gehe zu meinem Kanakenfriseur, die Haare schneiden, der macht das eh stabil. Und so, und keine Ahnung, eine andere Schlampe aus der Ausbildung war auch türkisch-ausländisch. Die mag ich auch nicht, gottlose Schlampe. Aber auf jeden Fall, die ist so eine, die hat immer eine große Fresse. Ist weiblich, ist zwar ausländisch, nicht weiß, aber dafür weiblich. Und hat eine große Fresse und hat halt den Kanaken raushängen lassen. Aber sie, das Ding ist, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie du halt punkten kannst als Kanake, wie du halt trotzdem weiterkommst. Eine Möglichkeit ist, du kriechst allen in den Arsch und lässt dich behandeln, wie du willst. Dann kommst du weiter. Bist halt ein Allmann, aber ein Lappen. Und so. Andererseits ist, du bist der Kanake, der die größten Eier hat und ganz laut rumbrüllt und alles immer große Fresse hat. Jeder, der irgendetwas gegen dich sagt, sofort schlecht machen. Und das am besten auf einer Weise, die deutsch ist, also auf Deutsch, also auf Almanisch. So zum Beispiel nicht sagen, du bist voller dummer Hurensohn, sondern so sagen so, hey Digga, als ob wie hast du es denn in dieser Ausbildung geschafft? Was, du kannst doch nicht mal das und das machen? So halt, ne? Und vor den anderen, zwar nicht lutschen, also nicht Eier lutschen, sondern es so machen, dass du einen auf gut mit denen tust. Dass du halt einen auf gut mit denen tust und du so tust, als ob du cool mit denen wärst. Und dann bist du halt sozusagen untouchable und du darfst natürlich deine Kanakenart nicht verlieren. Du musst halt zeigen, dass du ein Kanake bist und dass diese Person eher Angst vor dir haben sollte. Weil viele Almans sind eingeschüchtert vor Kanaken. Diese Kanaken müssen noch nicht mal etwas gemacht haben. Die sind halt einfach eingeschüchtert. Ich sage auch nicht, dass sie rassistisch sind oder so, aber die sind halt einfach so, sie wurden von Kanaken gemobbt oder so oder keine Ahnung, haben viele Fernsehserien gesehen oder was auch immer. Und so, die haben nichts gegen Ausländer, die chillen vielleicht auch so, vielleicht so mit einem oder zwei ausländischen Bratans, die aber nicht einen auf Hardcore-Kanake machen, sondern eher halt diese arschkriechende Allmann machen. Ja, die haben dann halt Angst vor diesen Personen, auch wenn sie in den Führungspersonen sind. Das habe ich ziemlich in dieser Ausbildung gemerkt, weil dieses Weib konnte sich mit Abstand alles erlauben, was sie wollte. Jetzt immer noch, sie geht nicht mehr zur Arbeit, sie arbeitet zu Hause und zu Hause macht sie einfach nur irgendwelche Leistungsnachweise und so. Und keine Ahnung, man hat sie seit Monaten nicht gesehen und sie kommt einfach durch. Natürlich hat sie auch, sie ist nicht dumm. Muss ich echt ganz leider sagen, sie kann halt, sie ist einigermaßen, also sie ist eigentlich schon gut in der Ausbildung, schreibt gute Noten, Zweier und so ein Scheiß und so. Sie ist halt auch noch gut, das muss auch noch dazu kommen. Der andere Typ, der die Lehrer immer beleidigt hat und alles und so, war auch Kanake, war aber weiß, aber das hatte auch nichts viel mit der Sache zu tun. Er hat einfach nur richtig gute Noten geschrieben. Er war einer der Besten der Klasse, jeder war dumm im Vergleich zu ihm und deswegen konnte er sich einfach mit Abstand alles erlauben, weil die Leute haben ihn halt einfach gebraucht, damit der Notendurchschnitt gepusht ist. Bei ihr ist es halt so, sie ist die Person, die wahrscheinlich einer der Besten in unserem Lehrjahr sind, die die Ausbildung abschließen. Deswegen konnte sie sich halt alles erlauben. Und deswegen war es halt auch so, dass die Ausbilder halt, die beiden Kachbar-Ausbilder, Eier flattern vor ihr hatten. Und ich habe Kanakenfriseur gesagt. Diese dreckige Schlampe hat sich so aufgeregt. Was? Wie du sagst Kanakenfriseur? Ich, Digga, ich bin Kanake, sein Vater, dessen Sohn.
Kanake, ja, ich weiß, Kanake wird als Türken bezeichnet und war damals eine Beleidigung. Und naja, heutzutage ist es halt einfach so, bist du Ausländer, bist du Kanake. Und Kanake wird eher jetzt sogar als positiv angesehen. Und ich habe halt Kanakenfriseur gesagt, sie war Türkin und hat sich voll drüber aufgeregt. So, sie hat nicht so, nicht frontal, sondern eher so spaßhalber, so. Ironisch sich darüber aufgeregt, aber halt auf eine Art und Weise, wo halt nicht jeder sofort durchblicken konnte, dass es ironisch war. Dann hatte ich ein Gespräch mit dem Boss, also mit dem Boss der Ausbildung, dass ich kurz vor einer Abmahnung stand, weil ich Kanake gesagt habe. Digga, das ist so, als würde ein schwarzer Neger sagen und dann als Rassist beleidigt werden. Das ist mit Abstand genau dasselbe. Nee, so, das war ein Schulungsraum. Es waren keine anderen Leute da. Es waren nur Leute aus unserer Schulung da. Aus unserer Ausbildung da. Und nur die zwei scheiß Ausbilder. Die hat gesagt, wenn das irgendwer anders mitbekommt, die hätten sich noch viel mehr drüber aufregen können und wir dürfen das hier auf gar keinen Fall erlauben. Und ich so, Alter, ich bin Kanake, Digga. What the fuck? Als ob ich jetzt nicht Kanake sagen darf. Und sie so, sie hat auch schon gemerkt, so, das ist schon Bullshit, das ist schon Bullshit, aber diese zwei Kachbars haben ihr halt das so hart hingelegt und die andere Schlampe hat sich halt leider darüber aufgeregt, sie hat sich zwar nicht beschwert oder so, aber sie hat sich aufgeregt und weil die zwei Schlampen, zwei Ausbilderschlampen Angst vor dieser aufregende, vor dieser Kech hatten, die sich aufgeregt hat, mussten sie das natürlich dem Boss der Ausbilder sagen. Und sie war weiblich, aber ich nenne sie jetzt trotzdem mal Boss. Ja, die Person musste mir halt den Anschluss erteilen, weil ja, okay, das darf man natürlich nicht sagen in einer Ausbildung oder keine Ahnung, in einem Beruf und so. Sowas wird halt gehandhabt, aber keine Ahnung, sie hat sich ein bisschen verarscht gefühlt bei dem Gespräch. Ich habe mich einfach nur frontal verarscht gefühlt und wollte diese Bastarde einfach nur schlagen. Und danach habe ich sie als Rassisten beleidigt. Problem war, ich musste mich danach entschuldigen. Das alles ist in meiner Probezeit passiert. Und naja, ich wollte jetzt nicht unbedingt arbeitslos werden und deswegen dachte ich mir, ja, okay, ich chill was meine Eier. Und was ebenfalls noch passiert ist, beziehungsweise sie haben sich dann so richtig bei mir entschuldigt, als ich sie erstmal als Rassisten beleidigt habe, nicht beide, eine, so eine Kachbar, Pferdefresse mit einer Brille, dreckige Hure, die hat sich nicht entschuldigt. Sie so, hö, was Rassist? Nicht, was wagst du das zu sagen und so, weil sie wissen, sie kriegen Stress, wenn sie als Rassisten beleidigt werden, weil es stimmt und sie dann ihren Job verlieren konnten. Also sie haben es als Bedrohung angesehen. Und ja, was gab es noch? Die andere so, oh mein Gott, nein, war ich nicht, dies, das, hat anscheinend vor dem Boss, also der Oberausbilderin rumgeheult und alles. Und deswegen musste ich dann nochmal ein Gespräch mit ihr führen und so. Und sie hat gesagt, sie hat zu 100% klargestellt, dass sie nicht rassistisch ist und es wäre sehr nett von mir, wenn ich mich doch bei ihr entschuldigen würde und das zurücknehmen würde. Und ja, weil ich halt in der Probezeit war und diese eine Oberausbilderin mir eigentlich sympathisch ist, weil sie hat mich in die Ausbildung genommen. Ich bin immer noch in dieser Ausbildung. Sie hätte mich natürlich kicken können, aber sie hat sich ihre Meinung selbstständig gebildet. Sie hat nicht darauf gehört, weil andere Hurensöhne mich als schlecht, faul und was auch immer beleidigen oder sagen, das hat sie nicht auf die gesehen. Sie hat mich bewertet, so wie sie mich sieht. Und sie hat gesagt, ja, du bist hier richtig. Ich will dich nicht verlieren. Du sollst weiterhin in dieser Ausbildung bleiben. Ich hatte auch ein Praktikum, habe halt so ein bisschen gearbeitet da. Ich hatte auch eine Beurteilung, richtig gut mitarbeite und alles und voll perfekt bin und so. So, weil dort waren auch die Leute normal, das waren keine Bastarde, das waren korrekte Leute und so und bin halt weiterhin in dieser Ausbildung geblieben. Neulich hatte ich schon wieder so einen Stress, so zwei Leute, ich, anderer Kollege, beide groß, beide männlich, ich schwarz, er weiß, waren wieder in einem Praktikum und in dem Praktikum, ja, die Leute waren ziemliche Wichser, ziemlich Hurensöhne. Corona kam auch, wurde ziemlich viel umgestellt. Aber es waren ziemlich viele Bastarde. Und nun ja. Ja, es waren halt einfach Bastarde.
Und so hinterrücken reden. Es gab eine Abteilung, die war extremst korrekt, extremst nett. Die andere Abteilung, voll die Bastard. In einer Abteilung, ich habe voll die gute Bewertung bekommen, jeder hat mich gefeiert. Andere Abteilung, kriechst du mir nicht in den Arsch und bist ein Ausländer, hast du Pech gehabt. Das Allerwichtigste war, das war eine Türkin. Das war eine Türkin, die mich gefickt hat. Und die Türkin und so. Jetzt kommt natürlich die Aussage, Digga, wahrscheinlich beleidigst du eine Türkin als Rassistin. Ich, ja, Ausländer können auch rassistisch sein. Und ja, diese Person ist halt der übertriebenst almatisierte Türke. Diese Türkin ist halt wirklich Alman, frontal, so redet nur Deutsch, regt sich schon auf, wenn andere Leute sie mit ihrem türkischen Namen ansprechen oder türkisch mit ihr reden und so, was, nein, hier ist Deutsch und alles und so ein Scheiß und so. Anfangs war sie auch einigermaßen nett und so, aber sie ist halt so eine, sie will, dass du bei ihr bist und so, ups, bin gleich wieder. Ja, sie ist halt so eine, die, ja, du bist Ausländer, deswegen musst du mir in den Arsch kriechen. So in der Basis, weil da gab es auch eine andere, der hatte nichts mit unserer Ausbildung zu tun, aber die war von woanders, hatte auch ein Praktikum oder sowas da. Und die Person war permanent bei dieser Türkin. War auch ausländisch, war weiblich, aber ausländisch und auch nicht weiß. Und war die ganze Zeit bei ihr, musste die ganze Zeit ihre Scheiße machen und so. Und musste mit ihr Mittag machen, hat mit ihr geredet und so. Und deswegen waren die beiden gut. Der andere, der aus meiner Ausbildung ist, auch ein Kollege von mir, wir beide waren halt so, naja, wir waren halt nicht bei ihr, sind ihr nicht in den Arsch gekrochen. Wir haben unsere Arbeit gemacht, die wir machen sollten. Und wir haben genau dieselbe Arbeit gemacht. Wir hatten beide dieselben Aufgaben, wir haben genau dieselben Aufgaben gemacht. Ich hatte sogar noch von der Geschäftsführung eine Sonderaufgabe gemacht, die auch Auswirkungen gezeigt hatte und alles. Und ja. Die andere war so, die Gesamtbeurteilerin war so eine, meiner Meinung nach auch rassistisch. Aber ich schwöre, man kann nicht jeden als Rassisten beleidigen, aber trotzdem, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, wenn du Ausländer bist, oder halt, wenn du halt Ausländer bist, oder schwarz bist, braun bist, was auch immer, wie heißt es, unterdrückt wirst, oder sagen wir einfach nicht weiß und nicht Mann, bist, also wenn du kein weißer Mann bist, dann merkst du halt, dass Leute dich nicht mögen. So, aber nicht, du merkst halt einfach, wenn jemand zu dir ein Wichser ist, weil er ein Wichser ist, oder weil jemand zu dir ein Wichser ist, weil du halt ein Ausländer bist oder halt dieser Mindergruppenperson angehörst, so, keine Ahnung, schwul bist oder sowas, du merkst es halt. So. Und ich habe bei ihr gemerkt, so, man kann sowas nicht sagen, man kann sowas nicht beweisen, man kann nicht sagen, der ist ein Rassist, man kann das leider nicht beweisen. Es geht auch nicht, man kann nicht beweisen, dass jemand rassistisch ist oder nicht. Und ja, wir beide, Fazit der ganzen Geschichte, wir beide, genau dieselbe Arbeit, er eine richtig gute Beurteilung, ich war scheiße. Und die Begründungen waren auch frontaler Dreck. Und ja. Bullshit, keine Ahnung. Und ich hatte auch keinen Bock mehr auf diesen Job und alles, auf dieses Praktikum. Ich war froh, als ich da raus bin, Mann. Und da verlierst du halt die Motivation. Und deswegen wundert es mich halt irgendwo halt auch nicht, dass so wenige Ausländer bzw. Personen einer Randgruppe in keinen Führungspositionen sind. Weil den Weg, den sie machen müssen, ist einfach unfassbar schwer. Der ist einfach unfassbar schwer, weil es gibt, nicht jeder ist ein Rassist, es gibt so viele Ehrenmänner auf dieser Welt, Digga. Aber es gibt halt überall die rassistischen Bastarde, diese Leute mit Vorurteilen. Und stößt du irgendwann mal auf die und die sind über dir, bist du im Normalfall gefickt. Da kannst du nicht viel machen, außer gefickt werden. Ich versuche das natürlich zu beheben, indem ich einen Widerspruch einlege und alles und schaue mir mal, ob das was wirkt. Und keine Ahnung, mein Fazit zu der ganzen Geschichte ist eigentlich, in die Geschichte geht schon seit über 2 Stunden, Ehre an alle Leute, die zugeschaut haben, mitgehört haben, ist, ja, es gibt so viele Arschlöcher auf der Welt und Rassismus ist überall und er ist nicht tot.
Und wir leben in 2020. Es wurden Menschen versklavt, getötet, sonst was mit ihnen gemacht, weil sie nicht weiß und männlich sind. Und es ist halt einfach traurig, dass Leute, dass Cops, Leute, die uns vor diesen Leuten beschützen sollten, Leute, zum Beispiel Richter, gibt auch genügend rassistische Richter oder Politiker, dass die Leute, die sowas verhindern sollten, genau solche Leute sind. Dass so Leute wie die AfD wählen dürfen, dass sie Meinung haben dürfen, dass sie ihren Scheiß verbreiten dürfen. Aber keine Ahnung, wenn jetzt irgendwelche YouTuber Zerstörungsvideos machen, dass schon gleich drüber geredet wird, ob man die Medien nicht einschränken sollte und ob man das denen nicht verbieten sollte, solche Sachen zu sagen. Aber so rassistische Hurensöhne wie AfD oder was auch immer, darf halt einfach da sein. Und die Leute dürfen sie wählen und AfD darf dann halt auch regieren. Oder Trump darf Präsident sein. In Amerika, du musst Cash haben, um Präsident zu sein. Du musst Cash haben, um eine gute Ausbildung zu haben. Da sind wir in Deutschland sogar ja noch richtig gut dran. Du musst dafür bezahlen, dass du schlau bist. Und du musst dafür bezahlen, dass du so Sachen, die ganz normal sind, wie kein Rassismus oder keine Ahnung, dass jeder gleich ist, dass es Krankenversicherung gibt und so ein Scheiß. Du musst richtig viel dafür blechen und musst dich gegen so viele Hurensöhne durchkämpfen, damit du endlich eine Meinung durchsetzen kannst, die eigentlich verfickt nochmal normal ist. Und es ist einfach nur gottlos und widerlich, wie viele ehrenlose Menschen es immer noch gibt. Und an alle Leute, die bis jetzt Ende zugeschaut haben, ihr maxed out. Und Leute, bitte bildet eure Meinung euch selber. Seid keine Nazis, seid keine Rassisten. Nur weil, weiß ich, 10 Leute sagen, Flüchtlinge sind Hurensöhne. Bildet euch die Meinung selber, trifft Flüchtlinge. Und wenn ein Flüchtling ein Hurensohn ist, heißt es noch lange nicht, dass alle Flüchtlinge Hurensöhne ist. Nur weil, keine Ahnung, was weiß ich, ein Schwarzer mit Waffen rumschießt, heißt es noch nicht, dass alle Schwarzen kriminell sind und Leute abknallen. Und ja, nur weil ein Cop einen Schwarzen umgebracht hat, heißt es noch lange nicht, dass alle Cops rassistische Hurensöhne sind. Und an diese Leute, die in diesen Führungspositionen sind, ich weiß, ich habe 281 Abonnenten, keine Sau interessiert sich für mich. Aber an diese Leute, falls irgendwer von diesen da ist, oder scheiß drauf, egal wo du bist, egal ob du auf der Baustelle arbeitest, in der Schule bist, mach dir keine Vorurteile. Bilde dir Meinung über Menschen, weil sie Menschen, also über die Person selber. Und wenn eine Person ein in den Arsch gefickter Hurensohn ist, heißt es noch nicht, dass alle Personen, die genauso sind wie diese Person, auch in den Arsch gefickte Hurensohne sind. Und auf jeden Fall, Meinungsfreiheit darf auf gar keinen Fall eingeschränkt werden, denn wenn das passiert, ist Weltuntergang. Und ich finde es auch ziemlich krass, was gerade so alles am kollabieren ist in 2020. Und auf jeden Fall, Rassismus hat heutzutage nichts mehr verloren. Und Ehre maxed out an alle Personen, auch an die weißen Männer oder weißen Frauen oder an Leute, die aktuell keiner Minderheit angehören. Ehre maxed out, dass diese Leute trotzdem auf die Straße gehen und dafür demonstrieren, obwohl es nicht deren Problem ist. Sie könnten zu Hause sitzen und denken, ach, das ist ja deren Sache. Aber Ehre maxed out an die Leute, die sich dafür einsetzen. Auch wenn sie dieser Minderheit nicht angehören und sie trotzdem unterstützen. Und das war echt ein extremst langes Video. Es war einfach nur ein Retalk von meiner Seite. Es hat echt nicht alles mit dem Anfang zu tun gehabt, mit dem ich geredet habe. Ich habe auch viel von meiner Vergangenheit erzählt. Und naja, Jungs und auch Frauen und alles andere, bildet eure Meinung euch selber und keine Angst, das nächste Video wird wieder schön ehrenlos. Und der Ehrenmann ist einfach so raus. Ciao, Leute.